the streets I used to own. I used to roll the dice, feel my fear in my enemy slice, listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I had the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stands upon a pillar of sand and pillars of sand. Never, never an honest word, but that was when I ruled the world. It was a wicked and wild wind, blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman Catholic cries are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in the foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name on this world, but that was when I ruled the world. Hallo Halle, das sagt sich so schön, hallo Halle. Wir sind Eva und Lisa, am Klavier ist Eva, ich bin Lisa. Ich freue mich total, dass wir heute, oder wir freuen uns total, dass wir heute diese Veranstaltung eröffnen dürfen. Mit ein bisschen Musik, ja, da ist auch nochmal unser kleines Banner. Genau, und als nächstes spielen wir ein Lied von ABBA, eine Band, die ich sehr schätze, die ja musikalisch auch sehr viel Einfluss hatte. Und während Eva die Noten noch ordnet, kann ich ja noch ein bisschen was zu uns erzählen. Also wir machen schon sehr, sehr lange Musik, aber so in der Formation noch nicht so lange. Aber freuen uns jetzt hier dieses große Konzert zu spielen mit dieser doch recht großen Bühne. Ja. Dann Dancing Queen. Wer von euch und Ihnen sich angesprochen fühlt zu tanzen, sehr gerne. Hier ist so viel Platz. Habe ich irgendwo Eva gehört? Nee. Time.
should sing, digging the dancing queen. Friday night and the lights are low, looking out for a place to go, with a bit of rock music, getting in the swing, when you're in the mood for dance. Anybody could be that guy. Night is young and the music's high, with a bit of rock music, everything is fine, you're in the mood for dance. Hallo und herzlich willkommen zum Tag der Deutschen Einheit 2023 hier in Halle. Echt schön, dass sich manche hingesetzt haben, dass Sie mit dabei sind und dass wir gemeinsam diesen Tag feiern wollen. Denn es ist ein besonderer Tag. Es ist ein Feiertag. Und für viele ist aber dieser Tag nicht so richtig greifbar. Ich bin 29 Jahre alt und ich habe die Wende nicht wirklich miterlebt. Und trotzdem finde ich, dass es ein ziemlich wichtiges Ereignis ist. Ziemlich wichtig, denn es gab große Veränderungen seitdem. Und ich finde es so gut, dass wir hier zusammenkommen, um einfach das mitzuerleben, nochmal uns auch daran zu erinnern, was da passiert ist. Ich finde, der 3. Oktober ist deswegen so wichtig, weil es ein Thema war, was viele heute noch Menschen bewegt, weil sie damals es miterlebt haben, für das damals. Es ist wichtig für das heute, um zu verstehen, wo wir gerade stehen, wie es uns gerade geht. Und es ist, glaube ich, auch deswegen wichtig für das Morgen. Denn wenn wir heute von dem damals nicht lernen, dann kann das Morgen auch nicht gut funktionieren. Und wir wünschen uns, dass dieser Tag deswegen uns in Erinnerung bleibt und dass wir wirklich diesen Feiertag auch nutzen, um es zu feiern. Der Oktober ist ein besonderer Monat, muss man dazu sagen, denn da passiert ja wirklich viel. Wir sehen hier schon auch die Schilder und auch die Erinnerung an den 9. Oktober. Und wir haben auch den 31. Oktober als Feiertag. Also es ist wirklich viel zu erleben und ich wünsche mir, dass auch dieser Tag nicht deswegen kleinlicher oder unbedeutender wird, sondern auch seinen Platz bekommt hier in Halle für Sachsen-Anhalt, für Ostdeutschland und für Deutschland. Und möchte auch nochmal nicht nur Sie begrüßen, sondern auch alle, die uns per Livestream auch hier mit daran teilgenommen haben, teilnehmen werden. Vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Ja, der 3. Oktober, ich habe es gerade gesagt, ist wichtig. Ja, aber was bedeutet das jetzt konkret? Wie wollen wir diesen Tag füllen? Und dafür möchte ich gerne unsere besonderen Akteurinnen und Akteure bitten, auf die Bühne zu kommen. Das ist Frau Unger, das ist Frau Müller-Wenzel, Herr Fromme und
ja, sogar auch der Herr Geier als Bürgermeister. Kommen Sie gerne hier nach vorne und wir hören uns mal an, was wir so geplant haben. Denn es ist wirklich dieser Tag, dieser Nachmittag und der Abend ist ein Zusammenschluss aus vielen verschiedenen Bereichen. Und wir haben uns gesagt, dass die Gesamtheit aller Elemente, aller Bausteine, aller Programmpunkte wird was richtig Schönes werden, was richtig Gutes. Und da fange ich mal an bei Frau Unger. Auf den Flyern steht überall, dass wir eine Zeitreise machen. Ich weiß nicht, Zeitreise klingt sehr abenteuerlich. Muss man sich dafür anschnallen? Muss man dafür irgendwie was ganz Besonderes machen? Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, ich weiß nicht, ob man sich dafür anschnallen muss. Ich freue mich erstmal, dass Sie alle heute hierher gekommen sind, um mit uns sich auf eine Zeitreise zu begeben. Es ist ja so, 1989, der Ausgangspunkt für die Wiedervereinigung auch. Viele von uns haben das miterlebt, andere haben es nicht miterlebt. Und das soll heute einfach eine Gelegenheit sein, darüber ins Gespräch zu kommen. Wir erinnern uns daran, wir machen das mit Fotos, die wir auch vorher schon in einen Aufruf geschickt haben. Wir haben auch wundervolle Rückmeldungen bekommen zu diesen Fotografien. Wer war hier auf dem Marktplatz? Und Zeitreise bedeutet halt, sich nochmal zurückzubeamen in diese Zeit, sich zu erinnern, darüber zu sprechen, vielleicht auch darüber zu reden, welche Träume sind aufgegangen, welche Hoffnungen haben sich aber auch nicht erfüllt, wo stehen wir heute, und einfach darüber zu reden, weil vielleicht auch zu streiten, weil das entspricht ja auch unserem Themenjahr, wofür der Alexander Suckel und ich auch hier stehen als Intendanten des diesjährigen Themenjahres Streitkultur und Zusammenhalt. Und es wäre halt schön, wenn Sie alle hier bleiben und diesen Nachmittag mit uns begehen und auch bis zum Schluss bleiben, wenn dann noch das Singen ansteht. Genau, und Sie arbeiten nicht nur bei dem Themenjahr, sondern sind ja auch für Stadtmuseum zuständig. Also passt das auch für Ihre Arbeit, was wir hier tun und vorhaben, richtig? Ja, das passt wunderbar, weil ein Museum lebt natürlich davon, dass Menschen Erinnerungen mit uns teilen, dass sie uns Objekte zur Verfügung stellen, an die Erinnerungen geknüpft sind, und dass wir diese dann auch gegebenenfalls wieder mit anderen teilen, indem wir sie im Museum ausstellen. Genau, also die ersten zwei Punkte sind wirklich dieses 89, was ist da passiert, dann auch noch diese Rückkehrermotivation, warum sind Leute wieder auch zurückgekommen hier nach Halle, und dann gibt es eine ganz besondere Aktion, eine Mitmachaktion, und dafür ist Frau Müller-Wenzel hier, da steht Mitmachangebot, ja, was uns verbindet. Also muss man da, rennen wir hier? Gibt es eine Rallye durch Halle? Was ist dieses Mitmachen? Ist es was Normales, was Einfaches, was Unkompliziertes oder was Schlimmes? Ja, wir haben es als eine Mitmachaktion bezeichnet, aber eigentlich, um es noch ein wenig mystischer zu machen, ist es ein Experiment. Das heißt, wir haben das noch nie vorher probiert, und alle, die hier heute mit dabei sind, wir sind sozusagen diejenigen, mit denen wir das ausprobieren, und die müssen dafür mitmachen. Und darum haben wir gesagt, Mitmachaktion. Und das im Rahmen des kulturellen Themenjahres Streitkultur und Zusammenhalt in diesem Jahr. Wir haben ganz viele Einrichtungen in der Stadt. Das ist aus der Kultur, aus dem Sozialen, aus der Bildung, aus der Wissenschaft und auch aus der Wirtschaft, die sich mit den Themen auseinandersetzen. Wir kommen da mindestens auf die 100 Einrichtungen, und das ist schon wirklich eine große Anzahl. Aber diejenigen haben ihre eigenen Formate, ihre eigenen Angebote. Und wir als Initiatoren des kulturellen Themenjahres, und dazu zählen auch Alexander Suckel und Jane Unger als Intendant, denken immer darüber nach, was kann man für Aktionen und Veranstaltungen machen, um Menschen ins Gespräch zu bringen und in den Austausch. Und in diesem Jahr ist es eben das Thema Streit. Und das war für heute einfach ein ganz, ganz tolles Thema, was wir aufgegriffen haben und gesagt haben, wir machen neben unserer Aktion zum symbolischen Bauwerk, an dem sich schon viele beteiligt haben, in diesem Jahr so eine Mitmachaktion, und wollen mal Menschen zeigen, dass sie doch gar nicht so weit auseinander sind mit dem, was sie verbindet. Das heißt, man hat immer sofort erstmal eine Meinung von jemandem oder von einer Idee, wenn man demjenigen gegenübersteht und diejenigen noch nicht kennt oder denjenigen nicht kennt. Und das soll ein wenig bei dieser Aktion zum Ausdruck kommen. Wir haben doch oftmals mehr gemeinsam, als wir auf den ersten Moment denken. So viel verrate ich jetzt erstmal nur. Ja, und wir hoffen natürlich, dass das Wind uns nicht wegfegt. Wir haben auch extra dafür
gastronomische Angebote, weil es gibt ja auch noch andere Aktionen hier. Können Sie dazu auch noch was sagen, was man da in den Zelten noch mitmachen kann? Ja, also ich habe eben unser symbolisches Bauwerk erlebt, das erwähnt. Das heißt also, Sie können auch noch an unseren Rollen mitarbeiten. Das heißt, ja, da hinten winkt die junge Frau unter dem grünen Dach. Also dort bitte vorbeischauen und auf die Rolle schreiben, warum wir eigentlich streiten. Das heißt, wir sammeln Meinungen, Argumente und wer nicht schreiben möchte, der kann etwas malen oder etwas kleben. Also wir sind da ganz frei und offen. Das heißt also, bitte mitbeteiligen, denn wir machen damit größere Ausstellungen, sammeln diese Meinungen und zeigen das immer wieder im öffentlichen Raum. Und weiterhin kann man sich natürlich am Stand des Stadtmuseums ganz vielfältig auch informieren. Jan Unger hat es eben gesagt, was heute im Mittelpunkt steht. Wir haben historische Fotos. Ich denke, vielleicht kann sich der ein oder die andere auch noch entdecken auf den Fotos. Wir haben im Vorfeld auch dazu aufgerufen, haben diese Fotos veröffentlicht, publiziert. Also einfach vorbeischauen, ins Gespräch kommen und sich beteiligen. Wunderbar, vielen, vielen Dank. Also man sieht, also man nicht nur sitzen, sondern auch sich bewegen und hier in diesem Kreis sozusagen mitzumachen, das ist uns allen wichtig. Und ich finde es auch trotzdem noch schön, dass auch Christian Fromme hier ist. Wir haben nämlich dann danach noch einen weiteren Programmpunkt. Und zwar, wenn das, man das schon auch gesehen hat auf den Flyern, da singen wir. Wir singen ab 18 Uhr. Und deswegen, Herr Fromme, warum singen wir denn heute? Ja, der Tag der Deutschen Einheit ist ja ein Tag, wo wir etwas zusammen machen. Und wir gehören als Volk, gehören wir zusammen. Und das ist ja das Schöne auch und das Tolle, dass wir bei allen Unterschieden, bei allem, was uns trennt, dass wir doch ein Volk sind und dass wir zusammengehören. Und deswegen ist es schön, wenn man auch zusammen singt. Weil zusammen singt, das schafft eine Einheit, das schafft eine Verbundenheit miteinander. Das macht Spaß. Und außerdem soll mit dem Singen auch ein Dank ausgedrückt werden. Der Dank einfach, dass wir es als Land so gut haben, dass wir zusammen sind. Ja, dass wir ein Volk sind, dass wir, die wir getrennt waren als Volk. Ich kann mich noch erinnern, unsere Verwandtschaft, die war sozusagen mitten durchgeteilt. Da war die eine Hälfte war in Westdeutschland, die andere war hier in Ostdeutschland. Und was das für eine Freude war, dass wir wieder zusammengehören, dass wir uns besuchen können, dass wir rüber und überfahren können. Und das ist einfach schön, dass man diesem schönen Ereignis Dank ausdrücken kann. Das ist auch eine Form von Gebet, dass man ein Dankgebet ausspricht dadurch oder aussingt. Ja, und ich weiß auch selber, es wird auch Kerzen geben zur Erinnerung an die friedliche Revolution. Also heute Abend ab 18 Uhr gerne noch bleiben oder wiederkommen, denn ab 18 Uhr wollen wir hier mit Kerzen gemeinsam singen. Man merkt auch wirklich das Mitmachen, das ist, hat einen großen Schwerpunkt und das auch übereinander, miteinander reden. Und deswegen freue ich mich auch, dass Herr Geier da ist, als Bürgermeister von der Stadt Halle. Und wir beginnen jetzt einfach mal mit diesem Austausch. Ja, wie finden Sie denn diesen Tag heute? Freuen Sie sich über diesen Tag? Ich finde den Tag absolut toll, absolut wichtig. Ich möchte auch ausdrücklich in Erinnerung rufen, dass die Ostdeutschen da was sehr Tolles geschaffen haben, nämlich in einem friedlichen, waffenfreien Prozess für ihre Grundrechte einzutreten und dann in einer demokratischen Struktur leben können und sich auch in gewisser Weise verwirklichen können. Also von daher gesehen finde ich das einen sehr wichtigen, einen zentralen, einen bedeutsamen Tag. Der Tag ist auch bedeutsam, ich glaube, insbesondere für Halle aus zwei Gründen. Grund eins ist, wir waren bei dem Tag der Deutschen Einheit, bei den zentralen Feierlichkeiten 2021, als Stadt und damit Sie, die Menschen in dieser Stadt, ein hervorragender Gastgeber. Da gab es eine große und breite Resonanz zu unserer Stadt, eine positive Resonanz. Und ich glaube, mit diesem Gedanken und mit dieser Stimmung von damals sollten wir auch in der Stadt hier weiterleben, sicherlich auch berechtigte Diskussionen führen, aber uns klar machen, dass sozusagen Streitkultur in einer Demokratie was besonders Wichtiges ist, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist.
Der Punkt zwei ist, dass Sie als Einwohnerinnen und Einwohner, als Bürgerinnen und Bürger ab 2028 quasi einen kurzen Weg haben, um ihre Eindrücke, ihre Erkenntnisse, ihre Gefühlslage, vielleicht auch ihren Lebenslaufbruch, all das quasi auf einem kurzen Wege zu platzieren, nämlich in dem Zukunftszentrum Deutsche Einheiten, Europäische Transformation. Das heißt, die Stadt Halle ist privilegiert mit diesem Zentrum, dass hier die Deutsche Einheit und der gesamte Prozess, der damit zusammenhängt, dokumentiert wird für die ganze Bundesrepublik Deutschland. Und sie ist privilegiert, weil dieses Zukunftszentrum eine Anlaufstelle sein soll für Menschen, die sich zu diesem Thema austauschen wollen und auseinandersetzen und da vielleicht auch nochmal Aspekte einbringen, die die Politik vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, wie das notwendig wäre. Ich kann Sie da jetzt schon herzlich dazu einladen, dass Sie diese Möglichkeiten dann am Riebeckplatz nutzen. Und deshalb ist der Tag der Deutschen Einheit, der 3. Oktober, für mich ein wundervoller Tag. Ja, vielen, vielen Dank. Sie sind der Bürgermeister, Sie sind aber auch einfach Bürger dieser Stadt. Und uns ist es wichtig, dass wir eben nicht nur auf die Rollen schauen, sondern einfach, wie wir hier leben, wer wir sind. Deswegen meine letzte Frage an Sie. Was wünschen Sie sich für Halle oder für Deutschland in der Zukunft? Naja, ich wünsche mir, dass man vor allen Dingen einen ordentlichen Diskurs führt. Es ist halt schon festzustellen, dass im Moment in Deutschland sehr viele Fronten klar verhärtet sind. Aber ein zentrales Element der Demokratie ist eben, dass man in einen Diskurs geht und dass man dann das bestmögliche Ergebnis aushandelt, dass man auch das ein oder andere Verständnis für den jeweils anderen entwickelt. Ich wünsche mir auch, dass natürlich auch der Dialog zwischen Ost- und Westdeutschland verstärkt und vertieft wird, weil ich sage das unter dem Hintergrund, weil ich jemand bin, der in Westdeutschland groß wurde, seit 1991 hier in diesem wundervollen Teil von Deutschland leben darf und da natürlich auch eine Transformation erfahre, nämlich aus beiden Teilen. Und ich kann da nur sagen, mir tut es sehr gut und ich wünsche mir einfach, dass sich möglichst viele Menschen auch auf diesen Weg machen. Vielen Dank. Und das ist auch tatsächlich das Ziel von diesem heutigen Nachmittag, dass wir uns auf diesen Weg machen, dass das ein Teil wird, um mehr zusammenzurücken mit diesen vielen verschiedenen Elementen, mit dem Rückblick, mit dem Bezug zur Gegenwart, mit dem Experiment, uns gegenseitig besser kennenzulernen und auch dem gemeinsamen Singen am Abend. Also vielen Dank, das ist ein sehr guter Aufschlag gewesen. Und nochmal vielen Dank, dass Sie hier mitgemacht haben in der Organisation und in der Vorbereitung. Einen großen Applaus für alle und für das, was uns heute erwartet. Genau. Vielen, vielen Dank. Ja. Ja, meine Damen und Herren, jetzt hast du alle vorgestellt hier auf der Bühne, aber dich haben wir noch nicht richtig vorgestellt. Christopher Dehnen, leitender Bildungsreferent beim CVM in Sachsen-Anhalt. Und wir beide haben die Freude, das Vergnügen, hier durch den Nachmittag zu führen. Ganz genau. Und ich freue mich, dass ich nicht alleine hier bin, sondern dass ich den Alexander Suckel hier habe, der Leiter vom Literaturhaus hier in Halle und damit auch ein erfahrener Mensch in der Vergangenheit und Gegenwart und ein guter Moderator. Und ich freue mich, dass wir hier das gemeinsam machen können. Ja, diese Zeitreise. Und nicht zu vergessen, wir haben Musik auf der Bühne, Lisa und Eva. Nochmal Applaus für die Band. Ja, es wurde eine Zeitreise versprochen. Wollen wir mal verraten, worin die bestehen soll? Ja, sehr, sehr gerne. Also, wir wollen starten. Und zwar mit dem Jahr 1989. Aber viele würden jetzt sofort denken, ja, na klar, Mauerfall. Aber nein, wir sagen uns, es gab einen ganz besonderen Moment. Man würde heute sogar sagen, ein Momentum.
am 2. November, also noch bevor die Mauer gefallen ist. Und da gab es hier ein ganz besonderes Ereignis. Und ich bin wirklich gespannt und wir werden auch jetzt gleich einen audiovisuellen Beitrag dazu hören, wollen aber auch danach schon jetzt sagen, ich bin gespannt, was Sie dazu sagen, zu dem, was wir gleich hören. Denn der Herr Böhme, der Hans-Joachim Böhme, der hat hier am 2. November am Abend eine Rede gehalten. Das ist so dieser erste Schritt der Zeitreise. Und diese Rede, da waren viele, viele Hallenserinnen und Hallenser hier. Dieser ganze Marktplatz war voll mit Menschen. Und es war deswegen ein Momentum, weil man merkt, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Und ja, das ist sehr höflich formuliert, ganz genau. Und da wollen wir uns mal reinfinden, das wollen wir uns mal anhören. Und für mich ist es auch gerade spannend gewesen, weil ich von dieser Böhme-Rede nichts wirklich gewusst habe. Aber in der Vorbereitung wurde mir bewusst, wow, damit kann man sich nochmal sehr, sehr gut mit diesem Thema, mit dieser Vergangenheit beschäftigen, wenn man da mal reinhört. Weil das, was da passiert ist, da spürt man die Emotion. Man kann sehr gut sich hineindenken in dieses Jahr 89, oder? Das denke ich auch. Wir brauchen, glaube ich, gar nicht so viel vorher zu sagen. Lassen Sie uns mal gemeinsam in den Herbst 1989 eintauchen. Und wie gesagt, es spricht Hans-Joachim Böhme. Damals, die Älteren werden sich erinnern, so sagt man immer, erster Sekretär der Bezirksparteileitung. Wollen wir nun den Dialog führen? Jetzt auf einmal! Oder wollen wir uns gegenseitig aufhalten? Dann sind wir stärker! Was mich anbetrifft, so bin ich für den Dialog. Ja, das haben wir gemacht am Montag! Der erfordert natürlich zunächst, dass man sich auch zuhört. Ja, Montag gemacht. Ich möchte Folgendes sagen. Am Montag wurden, wenn ich richtig informiert bin, Losungen getragen, auf denen stand: Achim, wo warst du? Jawohl! Jawohl! Wo ich war, das kann ich jederzeit darlegen. Dazu gibt es vieles zu sagen. Einmal war ich schon im Vorfeld des 40. Jahrestags in vielen Schwerpunkten unseres Bezirks. In Leuna, in Mansfeld und im Braunkohlenkombinat Bitterfeld. Dort wurde ich mit vielen Fragen konfrontiert, die in unserem Lande sich zusammengeballt haben und zu denen wir lange Zeit geschwiegen haben, die wir nicht rechtzeitig auf die Tagesordnung gesetzt haben. Aber aus diesen Gesprächen habe ich auch den Mut und die Kraft geschöpft, um in den Auseinandersetzungen in unserer Parteiführung darauf zu drängen, dass wir nach vielen harten Diskussionen dazu kamen, jene Erklärung vom 12. Oktober zu veröffentlichen, die die Wende in unserem Lande eingeleitet hat. Jawohl, das war viel zu spät. Dazu war es sehr spät, da haben Sie recht. Aber zu spät war es nicht. Also wie gesagt, Gegröl ist für mich keine Debatte. Also passen Sie auf, wenn Sie über 40 Jahre reden wollen, dann muss ich sagen, 40 Jahre waren nicht 40 Jahre Fehler. Fehler sind viele gemacht worden. Zu denen stehe ich, zu denen bekenne ich mich, die verantworte ich auch. Dieses Land hat nicht nur 40 Jahre Fehler gemacht. Dieses Land hat in 40 Jahren etwas geschafft, was es in der deutschen Geschichte noch nicht gegeben hat.
Und ich möchte sagen, hier auf dem Halleschen Marktplatz sage ich, wir sind es einfach jenen Kämpfern der Arbeiterbewegung schuldig, die geträumt haben von einem Arbeiter- und Bauernstaat, dass wir nicht zulassen, dass diese 40 Jahre über Bausch und Bogen verurteilt werden. Und wir sind es auch der Gründergeneration unseres Landes schuldig zu sagen, diese 40 Jahre haben sich auch in vielen Fragen gelohnt. So. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, liebe Freunde, dass wir in der Periode nach dem letzten Parteitag viele Dinge zugelassen haben, die uns in eine solche Lage gebracht haben, die Sie mit Recht kritisieren, die kritikwürdig ist und zu der man sich bekennen muss. Aber wenn Sie heute auf diesem Transparent schreiben, du hast die Altstadt zur Ruine gemacht, wie hoch ist der Schaden? Dann muss ich Ihnen sagen, da kann ich Ihnen überhaupt nicht folgen. Ich war der Erste. Ich war der erste Sekretär dieses Bezirks, der den Mut hatte, überhaupt in der Altstadt zu beginnen, die Dinge anzupacken. Das war viel zu wenig. Viele Fragen sind offen. Jawohl, vieles verfällt in dieser Stadt. Aber vergessen... Also passen Sie auf, über Ein- und Abtreten entscheiden bei uns immer noch diejenigen. Die uns gewählt haben. Und ich stehe hier als ein von der Bezirksleitung gewählter erster Sekretär. Die Bezirksleitung hat mich gewählt und die Bezirksleitung muss bestimmen, was geschieht. Das bestimmen wir nicht hier auf dem Marktplatz. Aber Sie haben mich ja nicht ausreden lassen. Ich wollte... Jawohl, jawohl, Sie sind das Volk, aber nicht Sie allein. Es sind auch noch viele andere. Und gewöhnen wir uns bitte daran, ich gewöhne mich daran, alle Andersdenkenden auch einzubeziehen. Und dann gestatten Sie auch mal einen Andersdenkenden, nämlich mich, sich zu äußern. Aber ich wollte eine letzte Bemerkung machen, um die Zeit nicht zu verlängern. Die besteht darin, wenn wir diese Wende eingeleitet haben, dann nehmen Sie mir bitte ab. Dann nehmen Sie mir bitte ab, dass ich nicht zu jenen gehöre, die glauben, dass das in wenigen Tagen zu bewältigen ist. Ich gehe davon aus, dass das eine harte Arbeit bedeutet und dass das vor allen Dingen von mir und von allen anderen verlangt, ernsthaft ins Gericht zu gehen mit sich selbst, die Frage zu stellen, was wir falsch gemacht haben, wo die Ursachen dazu liegen. Und in diesem Prozess befinden wir uns. Das ist ein qualvoller Prozess. Und ich gehöre nicht zu denjenigen, die glauben, dass ich nun schon mich so verändert hätte, dass ich imstande wäre, all diesen Dingen zu entsprechen, die wir gegenwärtig bewältigen müssen. Das ist meine ehrliche Meinung. Aber nehmen Sie mir bitte ab, dass ich dazu auch ernsthaft Ihre aller Unterstützung brauche, dass ich einfach will, dass wir uns darüber einigen, dass wir gemeinsam die Dinge anpacken. Und eine letzte Bemerkung, warum ich vorigen Montag nicht hier war, das wissen Sie ganz genau. An dem Tage wurde uns unterstellt, wir wollen auf den Halleschen Marktplatz die Konfrontation organisieren. Wir wollen deutlich machen, dass es uns nicht ernsthaft um die Dinge geht. Das haben wir nicht gewollt, darum sind wir nicht gekommen. Das wussten die Kirchenleitungen vorher.
und das wussten auch die Bürgerinitiativen. Ja, wow. Das waren Emotionen. Und das war auch tatsächlich vor 33 Jahren hier die Realität. Muss ich sagen, spannend. Eine Zeitreise im wahrsten Sinne des Wortes. Und es gibt tatsächlich auch ein paar Leute hier unter uns, die das damals erlebt haben, die dabei gewesen sind. Es gibt einen Aufruf an Menschen, die zu dieser Zeit hier auf der Straße in Halle gewesen sind. Ich darf schon einmal Frau Ursula Gebauer hier an die Seite bitten. Sie ist eine der Zeitzeugen, die sich gemeldet hat. Christopher, du bist Jahrgang 1994. Beneidenswert. Man sieht den Unterschied der Generationen. Du liest aus dem Handy. Ich brauche eine Brille und habe mir alles aufgeschrieben. Wie wirkt so etwas für dich? Ist das eine reine Geschichtsstunde für dich? Also dadurch, dass ich dieses Video höre, also das Video gesehen habe, als ein Mensch, der in Halle jetzt ist, seit ein paar Jahren, ist das keine Geschichtsstunde mehr. Und auch jetzt, das jetzt hier zu erleben, wie das jetzt hier auf dem Marktplatz zu hören ist, ist erst recht keine Geschichtsstunde. Nein, das ist wirklich eine Zeitreise, weil man sich bewusst wird, das hat hier stattgefunden. Und ich muss mich damit auseinandersetzen. Ich muss jetzt wissen, wie gehe ich jetzt damit um? Wo würde ich stehen? Auf welcher Seite würde ich stehen? Was würde ich sagen? Würde ich überhaupt was sagen? Das ist mehr als nur eine Geschichtsstunde. Würdest du auch sagen, es ist ein Teil deiner Geschichte, auch wenn du erst danach geboren bist? Ja, also ich weiß ja durch meine Eltern, was passiert ist. Und deswegen ist das für mich auch ein Teil zu verstehen, nicht nur wie ihre Biografie ist, sondern wovon auch meine Biografie abhängig ist. Vielen Dank. So, jetzt erstmal einen herzlichen Applaus für Ursula Gebauer. Ich gehe mal nach hinten. Wollen Sie sich setzen? Sie bleiben lieber stehen. Dann bleiben wir auch stehen. Frau Gebauer, Sie haben sich auf diesen Aufruf gemeldet. Sie haben auch ein bisschen was vorbereitet, einen Text vorbereitet, aber auch erstmal an Sie die Frage, wie war das, als Sie das eben gehört haben, die Bilder dazu gesehen haben, wie hat das auf Sie gewirkt? Unglaublich emotional, da ich habe immer Probleme, dass mir nicht die Tränen kommen. Auch nach 34 Jahren so noch berührt davon. Sie waren tatsächlich damals, nicht nur im Herbst, sondern auch schon früher, Sie waren hier immer auf der Straße. Wie war das für Sie? Warum sind Sie damals auf die Straße gegangen? Also ich fand die DDR nicht unbedingt schlecht, aber die Politik grundschlecht. Die Politik war schlecht. Die Beschränkungen, die Einengungen. Sie haben, das haben Sie uns mitgeteilt, einen Brief an die Freiheit, die Zeitung damals geschrieben. Was stand in dem Brief drin und warum haben Sie den geschrieben? Das würde ich gerne nachher vortragen. Okay. Wenn Sie wollen, können Sie es auch gleich vortragen. Sie haben einen Text vorbereitet. Dann halte ich einfach das Mikrofon und wir hören Ihnen zu. Im August 89 kehrte ich von einer Westreise nach Halle zurück. Während dieser Reise sah ich herrliche Landschaften, die Alpen, und hörte unter die Haut gehende Nachrichten. Ungarn-Flüchtlinge, Prager Botschaft. Ich sah DDR-Autos in die BRD einreisen, sah Riesenfreude, aber auch Ratlosigkeit bei diesen Menschen. Wo gehörte ich eigentlich hin? Nach meiner Heimkehr schrieb ich einen langen Brief an Honecker und seine Partei. All meine Fragen und Fragezeichen versuchte ich an diesen Mann zu formulieren. Die Angst vor dieser Diktatur war ganz klein geworden. Eine Antwort von Herrn Honecker bekam ich nie. Ein paar Jahre später erfuhr ich durch Flüsterpropaganda, dass am 9. Oktober die erste Demo in Halle sein sollte. Treffpunkt 17 Uhr vor den Hausmannstürmen hier.
Etwa 400 Menschen folgten dem Aufruf. Eine Viertelstunde später wurde ein Transparent entrollt mit der Aufschrift: Gewaltfrei widerstehen, gewaltfrei schweigen, für Leipzig, für Reformen und das Hierbleiben. Wenige Minuten später rückte die Polizei in Sichtnähe und forderte, die unangemeldete Versammlung aufzulösen und drohte mit polizeilichen Maßnahmen. Der Obermarkt wurde durch Polizeiketten mit Hunden und Schlagstöcken hermetisch abgeriegelt. Es wurde Gewalt angewendet und Menschen verhaftet. Viele Menschen gingen aus Furcht in die Marktkirche und äußerten ihre Ängste und Hoffnungen und wünschten Gewaltlosigkeit und Besonnenheit von beiden Seiten. Eine Frau weinte und sagte am Mikro: Ich stehe hier in der Kirche und mein Mann draußen bei der Kampfgruppe. Zum Heimgang aus der Kirche konnten die Teilnehmer nur über eine schmale Gasse in Richtung Untermarkt gehen. Etwa 500 bis 700 staatliche Kräfte, Polizei, Armee, Stasi, Kampfgruppe, engten den Weg ein. Am nächsten Tag stand in der Zeitung, ich zitiere: Raudis, Randalierer, Kriminelle hätten am Vortag auf dem Markt für Unruhe gesorgt. Dank 7 besonnener Polizisten, es waren etwa 700, wäre es nicht zu Gewaltaktionen gekommen. Dieser Artikel empörte mich gewaltig und deshalb habe ich an die Zeitung Freiheit Folgendes geschrieben. Ich habe schon immer gewusst, dass diese Zeitung massiv lügt, aber ich konnte es nicht beweisen. Hier war ich dabei. Die einzigen, die friedlich und gewaltfrei waren, waren die Demonstranten. Statt dass die Zeitung sich mit mir nun auseinandersetzt, wurde meine Kritik an die Bezirksbehörde der VB weitergeleitet und von dort bekam ich eine Vorladung. Madame Polizistin öffnete Ausweis, kein guten Tag, nichts Freundliches, führte mich dann in einen Raum zu einem Oberst. Der Oberst fragte mich, ob ich mich wohlfühle in dem Raum und ich sagte nein. Warum nicht? Ich bin es nicht gewohnt, dass hinter mir die Türen abgeschlossen werden. Und dann sagte er, oh ja, wenn ich meine Befehle in Berlin hole, wird auch hinter mir abgeschlossen. Und da habe ich ihn gefragt, ob er mal einen Befehl verweigert hat. Und er sagte, natürlich nicht. Da sage ich zu ihm, sehen Sie, was dabei rauskommt für dieses Land. Er fragte mich, warum wir die Polizei nicht leiden können. Und da habe ich ihm gesagt, die Polizei soll Gewalt ausüben. Die soll nicht Freund und Helfer sein. Wir haben eher Angst vor Polizisten. Er fragte mich, warum wir die Kinder zur Demo mitnehmen. Ich antwortete ihm, wir haben in diesem Land nichts mehr zu verlieren. Es wurde ein sehr beeindruckendes Gespräch. Ich habe den Oberst fragend, suchend, nachdenklich, ja unsicher erlebt. Er schien teilweise verblüfft und ratlos. Ich habe an solch einer hohen Stelle erstmalig erlebt, dass ich nicht mit sozialistischen Phrasen abgespeist wurde und dass mir nicht gedroht wurde. Ich habe zu ihm gesagt, Sie haben ja Angst vor dem Volk, Sie haben ja Angst vor mir. Wieso? Meinte er. Sie sprechen mit einer Person. Hier müssten 100 sitzen. Wir haben so viele Fragen. Und zu meinem Erstaunen sah ich eine Woche später an der Marktkirche ein Plakat. Da stand Oberst sowieso, stellt sich Fragen der Bevölkerung. Er stellte sich vor und sagte dann, ich bin mit Schwellenangst in diese Kirche gegangen. Aber das kennen Sie ja bei uns viel besser. Damit möchte ich schließen. Wow. Vielen, vielen herzlichen Dank. Großer Applaus.
Ja, vielen, vielen Dank. Also für diesen Einblick unglaublich, was auch für mich das jetzt auch nochmal an neuen Informationen war, weil man sieht ja die Kirche hier direkt vor uns. Und das hatte ich schon immer öfter mal, wenn ich in Geschichte zugehört habe und ich war an den Plätzen, ist es was ganz Besonderes. Deswegen vielen, vielen Dank, dass Sie uns das auch diesen Blick auch von Ihrem Erlebnis einfach erzählt haben, so offen hier in Halle. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, natürlich können wir noch was fragen. Also ich glaube so, das weiß vielleicht auch nicht jeder, wie viel Mut eigentlich dahinter steckt, auch so auf einem Polizeirevier zu sitzen, überhaupt so einen Brief an die Freiheit zu schreiben. Was hat Ihnen eigentlich den Mut gegeben damals? Na, ich war dieses System bis hierhin satt. Ich habe immer wieder gespürt, wie gelogen wird. Ich habe es ja hier auch, die Lügerei. Und ich sah keine Aussicht mehr, dass sich was ändert. Die waren so festgefahren. Und was hier Herr Böhm erzählt hat, haben ja alle gelacht, weil sie es auch nicht glaubten. Ja, also so ein unglaubliches Dokument, wie man so völlig an allem vorbeireden kann und vorbeidenken kann. Das ist irgendwie auch schwer nachzuvollziehen. Aber so war die Zeit damals. Genau, und vielleicht auch noch mal eine letzte Frage. Was wirkt denn noch nach? Also gibt es etwas, was jetzt sich in den letzten 30, 33 Jahren anders geworden ist, besser geworden ist? Oder hat man das immer noch, diese Angst, immer noch in diesen Knochen, was damals war? Wie sieht es jetzt aktuell gerade aus? Also ich würde allen immer wieder sagen, bitte keine Diktatur wieder. Und man hat Angst, dass sich wieder eine bilden könnte. Das wäre meine Bitte an uns Bürgern hier in Halle. In Knochen steckt mir aus der Zeit nichts mehr. Ich bin sehr froh, dass ich Demokratie erleben kann, aber Demokratie ist auch schwer. Das stimmt. Das können wir einfach mal so als Schlusswort stehen lassen. Vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Gebauer. Dankeschön. Nochmal. Ja, und wir haben noch einen zweiten Zeitzeugen mit, der kann auch schon mit auf die Bühne kommen. Und ja, wir würden uns auch die Zeit nehmen. Wir haben auch ein Mikrofon fürs Publikum. Also wenn wir jetzt gleich hier nochmal kurz reden, nachdem wir hier nochmal auch die Sichtweise hier nochmal gehört haben. Auch vielleicht gibt es ja, wo Sie sagen, ja, dazu würde ich auch nochmal kurz gerne was sagen. Denn einfach melden, und wir haben die Frau Unger, die dann mit dem Mikrofon auch fürs Publikum bereitsteht, weil wir möchten ja auch gerne von Ihnen ein, zwei Impulse gerne hören. Was denken Sie dazu, zu dieser Rede? Was denken Sie über die Zeit? Wir können ja auch ganz simpel mal in die Runde fragen, gibt es denn jemanden, der im Herbst 89 hier auf dem Markt mit dabei gewesen ist? Schöne Frage. Kurz mal melden, wer war dabei? Da meldet im Herbst. Sich jemand. Ah, es sind doch nicht so viele, okay. Da hinten ist noch jemand, wunderbar. So, wir haben auf der Bühne Markus Andreas Mohr. Du hast dich auch auf diesen Aufruf gemeldet und würdest gerne etwas erzählen darüber. Du hast mir ein Foto geschickt. Da sitzt ein junger Mann mit blondierten Haaren vor einem Schild, einem selbstgemachten Schild, Mahnwache für die Inhaftierten. Wo ist dieses Foto und wann ist dieses Foto aufgenommen worden? Ich nehme es. Das Foto ist entstanden im Oktober tatsächlich 1989 auf dem Gelände der St. Georgenkirche, und da wurde im Zuge des Fürbitt-Gottesdienstes in der Marktkirche am 9. November eine Mahnwache installiert, und da passierte eine ganze Menge auf dem Gelände der St. Georgenkirche, unter anderem eben konnte man sich Informationen einholen und hat aber auch einen großen Schub von Solidarität der hallischen Bevölkerung erfahren. Und es gab dann eben auch so eine Art Infostand, wo man Listen einsehen konnte von zu Unrecht Inhaftierten. Das ist vielleicht nochmal so ein Stichwort, weil das Transparent, was man auf diesem Foto sieht, musste abgeändert werden. Man musste dieses zu Unrecht rausnehmen. Und dann hatte dieses Transparent für uns natürlich so einen starken symbolischen Wert, dass das immer irgendwie auch ganz transparent zum Einsatz kam. Und somit ist das in den Hintergrund von diesem Foto gelangt. Genau.
Wie hast du diese Zeit damals erlebt? Also eben war das Stichwort beim Gespräch mit Frau Gebauer Angst. Und wie überwältigt man Angst? Angst, ich kann mich erinnern, ist so ein ständiger Begleiter eigentlich damals gewesen. Wie war das bei dir? Muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Also das Jahr 89 bedeutete für mich mein 18. Lebensjahr. Und ich habe schon während des Jahres, Ende 88, 89 natürlich auch ganz deutlich die Veränderungen in der Bevölkerung oder im System wahrgenommen. Und ich hatte es vorhin schon im Gespräch gesagt, für meine Erinnerung ist eigentlich der 3. Oktober so ein vorgezogener Tag, um 4 Tage ganz genau, denn eigentlich kulminierte alles in den Erlebnissen um den damaligen 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Das war eben der 7. Oktober, der Gründungstag der DDR. Und zu diesem Tag fanden eben wie jedes Jahr um diesen Tag überall in der Republik Veranstaltungen statt, Aufmärsche etc., Volksfeste. Und ich war im Jahr 89 Sänger in einer Band mit dem programmatischen Namen Erledigt. Und wir waren mit einer anderen hallischen Band nach Karl-Marx-Stadt eingeladen, wo wir in, ich glaube, es war die Michaeliskirche in Karl-Marx-Stadt, im jetzigen Chemnitz, wo gespielt wurde, also ein Auftritt war. Und das war in der Nacht vom 6. zum 7. Und am 7. wollten wir eigentlich fröhlich beieinander Bier trinken und den Volksfesten frönen. Und dann erlebten wir aber in Karl-Marx-Stadt sozusagen die volle Macht des Staates, als sich in Bahnhofsnähe, also in der Karl-Marx-Stadter Bahnhofstraße, Menschen versammelten und Transparente entrollt wurden. Und auf diese Aktion mit so einer dermaßen staatlichen Gewalt reagiert wurde, dass es einem letztendlich die Sprache verschlagen hat und man mit Tränen in den Augen dastand und ganz deutlich das Gefühl hatte, man hat Angst, verbunden mit der Ungewissheit, wie weit geht das jetzt und was passiert. Und parallel dazu haben wir natürlich gehört, was am 7. Oktober auch in Halle passiert ist. Ich weiß nicht, viele werden sich erinnern. Also selbes Spiel fand eigentlich auch in Halle statt. Hier wurden am 7. Oktober schon viele Menschen verhaftet und auch mit äußerster Brutalität vertrieben oder zusammengetrieben, wie auch immer. Genau, und aus diesen Aktivitäten heraus oder aus diesen Ereignissen heraus ist die Mahnwache entstanden, für die ich mich dann auch ziemlich schnell entschieden habe, weil ich darin so ein Pol gesehen habe, aktiv was sichtbar zu machen, den Unmut deutlich zu machen und zur Sprache zu bringen mit unterschiedlichsten Mitteln, was schief läuft. Ich wollte mal kurz fragen, welche Emotion würdest du denn sagen, hat am meisten da vorgeherrscht als 18-Jähriger? Naja, ich hatte es gerade schon angedeutet, es war so eine Mischung aus Wut und Verzweiflung tatsächlich. Super. Ich würde nämlich noch mal gerne wissen, auch aus dem Publikum, vielleicht als kurze, knackige Frage, welche Emotion hat für Sie denn am meisten vorgeherrscht? Gerne, wer das sagen möchte, mal kurz melden und dann kann das Mikrofon auch rumgegangen werden, weil uns ist auch wichtig, eben nicht nur Leute hier auf der Bühne zu haben, sondern auch mal zu hören, welche Emotionen haben Sie damals in diesem Herbst 89 gespürt? Gibt es jemanden, der dazu was sagen möchte? Ja, das Mikrofon geht schon zu Ihnen. Hallo, ich bin Betty und ich habe das so erlebt, dass ich das gar nicht beschreiben kann. Ich habe gerade Wäsche zusammengelegt und ich erfuhr in den Nachrichten das Ereignis. Und ich muss sagen, ich habe fast, ich bin in den Sessel gerutscht und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Für mich sind die Emotionen so, heute noch so sehr tief,
dass ich schwer darüber sprechen kann, muss ich ehrlich sagen. Und alles, was jetzt noch passiert und auch schon passiert ist, ist für mich zweitrangig. Für mich ist das ein Land, das zusammengehört und ich mir immer gewünscht habe, schon als Kind, warum ist das so gekommen? Ich habe Verwandte gehabt in Westdeutschland, die ich nie besuchen konnte, die ich nie kennengelernt habe. Und was ich nur vom Hören und Sagen wusste. Und ich habe immer und immer mir gewünscht, dass diese Sache einmal ein Ende hat. Ich habe immer gebetet, Gott, warum ist das so? Und ich habe dann irgendwann mal, wie soll ich sagen, nicht mehr an Gott geglaubt, weil ja diese Sache einfach und auch andere Dinge nicht vollendet wurden oder nicht durchgesetzt wurden. Und irgendwann sagte mir mein Inneres, ich war ungefähr 16 oder 17, das kommt, warte ein bisschen, es kommt. Und ich musste sehr lange warten, bis es gekommen ist, aber es ist gekommen. Und ich bin froh, dass es so gekommen ist. Ich möchte es nicht wieder zurückhaben. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Noch einen zweiten? Gibt es noch jemanden, der vielleicht seine Eindrücke, seine Emotionen mitteilen möchte? Im Moment sehe ich niemanden. Vielleicht, okay. Markus, noch eine Frage so an dich, wenn du so zurückschaust auf diese Zeit, was ist so beschrieben, diese Mischung aus Verzweiflung, aus Wut, Angst, ja, vielleicht auch, was nimmst du, das sind jetzt 34 Jahre her, ist jetzt 34 Jahre her, was nimmst du so mit aus dieser Zeit, wenn du den jungen Mann von damals siehst und ins Verhältnis setzt zu dem, der du jetzt bist, ist das etwas Prägendes? Hast du etwas aus dieser Zeit mitgenommen und gesagt, das bleibt für immer? Ja, also kann ich so bestätigen, war eine total prägende Zeit, nicht zuletzt aufgrund meines Alters. Und bis dahin war das natürlich so eine grundsätzlich ablehnende Haltung gegenüber der bestehenden Verhältnisse und daraus resultierend dann nach diesem politischen Umbruch ist da schon so eine Art Opposition erhalten geblieben, beziehungsweise die Grundhaltung, doch Dinge immer kritisch zu hinterfragen. Andererseits aber eben auch positive Horizonte, die so eine Einschränkung von Vielfalt zu DDR-Zeiten schon massiv symbolisiert oder unterdrückt haben, dass ich das eigentlich jetzt für mich wertschätze und so einen hohen Grad an Toleranz und Vielfalt eigentlich bis heute wahre, wo ich denke, das hat seine Wurzeln doch in diesem Unterdrückungssystem mit all seinen Schranken und Einschränkungen. Ja. Gut, wunderbar. Ich würde an der Stelle Danke sagen. Wir haben noch viel vor. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Es ist tatsächlich ganz ähnlich, auch wenn ihr ganz unterschiedliche Generationen seid. Das, was Frau Gebauer sagte, am Ende Demokratie, ein wirklich wichtiges und hohes Gut. Das, was du sagst, das, was bleibt aus dieser Zeit, sind ja auch so die Erfahrungen unserer Generation. Man hat schon mal so ein System krachen gehen sehen. Man weiß, es ist nichts, aber auch wirklich nichts für die Ewigkeit. Aber für manches lohnt es sich doch verdammt nochmal sehr, gerade zu stehen, einzustehen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Großen Applaus. Ja, und wir wollen jetzt wieder weitermachen und zwar nicht mit der nächsten Person, sondern mit einem Videobeitrag. Und zwar mitten in der DDR-Zeit gab es einen, den Bertolt Brecht, der hat ein Gedicht geschrieben. Und dieses Gedicht wurde noch im selben Jahr 1950 vertont. Und daraus entstand ein Lied, das ich so bisher auch noch nicht kannte. Für mich war das wirklich jetzt eine totale, spannende
Zeitreise immer noch. Und dieses Lied hat ganz besondere Textpassagen. Und ich möchte auch nicht wieder zu viel erzählen, das passiert bei mir manchmal, sondern wir hören einfach mal rein in die sogenannte Kinderhymne von Bertolt Brecht. Und Hans Eisler hat das vertont. Und das ist auch ein Beitrag wieder gewesen für diese Wendezeit, für diese Veränderung. Und ja, da hören wir einfach mal rein. Ich bin gespannt, wer es kennt oder wer es nicht kennt, einfach mal hinhören auf den Text. Sehr spannend. Eins, eins. Jawohl, das Mikro geht. Aber es gibt offensichtlich ein kleines technisches Problem. Wir haben Gott sei Dank eine Band auf der Bühne. Und für genau diese Fälle ist es großartig, dass ihr da seid, dass wir etwas überbrücken können. So haben wir es vorher ausgemacht, dass das Video jetzt hier nicht startet. Wir versuchen es rauszukriegen, woran es liegt. Aber es gibt ein bisschen Musik. Herzlichen Dank. Und wir überbrücken ganz toll mit über 7 Brücken. Ihr dürft gerne mitsingen, Sie dürfen gerne mitsingen. Manchmal gehe ich meine Straße ohne Blick. Manchmal wünsche ich mir, mein Schaukelpferd zurück. Manchmal bin ich ohne Rast und Ruhe, manchmal schließe ich alle Türen nach mir zu. Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß. Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß. Manchmal bin ich schon am Morgen. Trost in einem Lied. Über 7 Brücken musst du gehen, 7 dunkle Jahre überstehen, 7-mal wirst du die Asche sein, aber einmal auch der helle Schein. Manchmal scheint die Uhr des Lebens still zu stehen. Manchmal scheint man einfach nur im Kreis zu gehen. Manchmal ist man wie von Fernweh krank. Manchmal sitzt man still auf einer Bank. Manchmal greift man nach der ganzen. Manchmal nimmt man, wo man Liebe gibt. Manchmal hasst man das, was man doch liebt. Über 7 Brücken musst du gehen. 7 dunkle Jahre überstehen. 7-mal wirst du die Asche sein. Einmal auch der helle Schein. Über 7 Brücken musst du gehen, 7 dunkle Jahre überstehen, 7-mal wirst du die Asche sein. Dankeschön. Gut, ja, das Video funktioniert nicht, ist aber nicht schlimm. Dann erzählen wir ein bisschen was darüber. Ja, genau, dann erzählen wir ein bisschen was darüber. Denn, es ist wirklich ein sehr schönes Lied. Ich weiß nicht, mal kurz melden, wer kennt denn das Lied von Bertolt Brecht, die Kinderhymne? Ein paar melden sich, aber auch nicht die Masse. Okay, gut.
Anmut sparet nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand. Ein Text von Bertolt Brecht, der tatsächlich so vieles verkörpert, was, glaube ich, damals Wünsche, Träume, Hoffnungen gewesen sind. Es sollte auch mal ein Text, als er geschrieben wurde, zu einer künftigen deutschen Nationalhymne werden. Und dieser Gedanke tauchte tatsächlich 1989 auch wieder auf. Ob denn dieses, oder im Jahre 1990, ob denn dieses künftige, wiedervereinte Deutschland vielleicht, ob es ihm nicht gut anstünde, auch eine neue Hymne zu sich zu geben und die Basis für diesen Text zu nehmen. Das war eine kurze Diskussion, die wurde sehr leidenschaftlich geführt und dann war sie wieder weg. Das hat sich nicht durchgesetzt. Du hast den ganzen Text da. Fast. Fast. Zwei Strophen habe ich da. Es sind nur zwei. Genau. Ich fand es besonders spannend. Also gerne bei YouTube einfach eingeben, Kinderhymne, Bertolt Brecht, und dann selber mal hören, weil es klingt wirklich sehr hymnisch. Und gerade auch die Neuvertonung, da gibt es eine Neuvertonung vom letzten Jahr, das hat mich auch nochmal sehr begeistert. Und da heißt es zum Beispiel, dass die Völker nicht erbleichen wie vor einer Räuberin, sondern ihre Hände reichen uns wie anderen Völkern hin. Und dann auch später nochmal, und weil wir dies Land verbessern, lieben und beschirmen wir es. Und das Liebste mag es uns scheinen, so wie andere Völkern ihr's. Ich finde, sowohl die Melodie von Hanns Eisler als auch der Text von Brecht haben was angenehm Unpathetisches. Ja. Und das ist etwas, was tatsächlich vielleicht gut in die Zeit gepasst hätte. Es gibt so eine kleine Anekdote. Wenn Sie wollen, können Sie das zu Hause mal ausprobieren. Gucken Sie sich mal diesen Text an. Den finden Sie überall im Netz. Der Brecht, der war ja schlau. Und als er das geschrieben hat, war ja noch nicht so ganz klar, wie es lang geht, worauf es hin. Und er hat es in einem Versmaß geschrieben, und das können Sie zu Hause, wenn Sie wollen, ausprobieren. Dieser Text passt haargenau auf die Melodie der alten DDR-Nationalhymne. Er passt aber auch genauso gut auf den Text der bundesdeutschen Hymne von Josef Haydn. Haargenau, silbengenau, von der ersten bis zur letzten Zeile. Also, die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht gibt es ja eines Tages doch irgendwann mal noch eine neue Hymne. Das Video hätten wir Ihnen gerne gezeigt. Es ist leider irgendwie nicht da. Deshalb machen wir weiter mit einem Programmpunkt. Es gibt so etwas, ja, das gehört so ein bisschen zu den unerzählten Geschichten des Jahres 89, 90 oder auch der Jahre davor. Die Geschichtsbücher, die Erzählungen, sie sind so voll mit Geschichten von Leuten, die dieses Land verlassen haben. Allein im Jahre 1989 waren das 800.000. Bis zum Jahre 1994, also in den fünf Jahren danach, sind es nochmal 1,4 Millionen. Nicht mitgezählt all die Leute, die schon vorher, vor dem Mauerbau, nach dem Mauerbau, zwischen 61 und 89 das Land verlassen haben. Ein ungeheurer Einlass. Hier steht einer. 1962 haben sie das Land verlassen. Was wenig erzählt ist, sind die Geschichten von Leuten, die aus unterschiedlichsten Gründen wieder zurückgekommen sind. Ich darf auf die Bühne bitten, Frau Katharina Brederlo, Sirko Schäffler und Dirk Schlesier. Vielleicht, wenn Sie Lust haben, hier an der Seite hochzukommen. Wir bereiten ein bisschen was vor. Und wir wollen tatsächlich ein bisschen diese, ja, eher so unterrepräsentierte, diese unerzählten Geschichten ein bisschen aufnehmen lassen. Ich selber bin auch so ein Rückkehrer. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Großen Nehmen Sie Applaus, Platz. Bitte schön. Genau, und wir kommen jetzt, es kommt auch noch gleich noch ein Hocker hierzu in unsere Reihe, denn wir wollen die nächsten Minuten auch nutzen, wenn Sie selber was sagen wollen und mutig sind, so wie damals vielleicht 89 oder eben nicht, weil Sie jünger sind oder seid, dann kommt gerne hier mit auf die Bühne. Wir wollen die nächsten Minuten einfach wirklich auch hier wieder ermöglichen, dass man Stimmen aus der Bevölkerung, von hier aus Halle hört und mit integriert werden. So, jetzt sitzen wir hier auf einer Bühne. Herzlich willkommen, Frau Brederlo.
die Geschichten des Weggehens, die ähneln sich ja ganz oft ein bisschen, so was die Motivation ist oder die Gründe, die liegen so auf der Hand, die sind auch so klar, vor allem nach 1989, die Mauer ist auf, man kann gehen, wohin man will. Viele junge Menschen haben das tatsächlich und wortwörtlich einfach so genommen und haben sich erstmal ein Stückchen Welt angeguckt und sind irgendwo hingegangen, eine Ausbildung gemacht oder einfach nur gereist. Wir sitzen hier, um ein bisschen darüber zu sprechen, was sind denn so Motivationen auch des Zurückgehens und gibt es vielleicht in unseren Geschichten auch irgend so eine durchgehende gemeinsame Linie oder sind es tatsächlich immer viele unterschiedliche Gründe? Sie haben zu DDR-Zeiten, glaube ich, noch eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht, sind Anfang der 90er Jahre nach Hildesheim gegangen und haben dort studiert. Genau. Ja, ich bin bewusst auch zum Studium gegangen, weil Erzieherin, ich war in einem Alter, wo ich damit rechnen musste, arbeitslos zu werden, weil Stellenabbau und Schließung von Einrichtungen damals ein großes Thema war. Wurden ja auch plötzlich nicht mehr so viele Kinder geboren. Ist richtig. Es war ja dadurch, dass viele weggezogen sind. Das war der eine Exodus. Und dann wurden tatsächlich auch schon Jahre davor nicht mehr so viele Kinder geboren. Und das waren dann tatsächlich auch so die Zeiten, wo musste man überlegen, was mache ich jetzt? Und ich habe mich für ein Studium entschieden, hätte das auch in Halle machen können, an der Martin-Luther-Universität. Aber ich wollte ganz bewusst an eine Hochschule in den alten Bundesländern. Hildesheim als Partnerstadt von Halle-Neustadt war so eine gewisse Beziehung. Es waren auch ein paar Professoren aus Hildesheim hier an der Uni und haben den Studiengang Pädagogik, da Erziehungswissenschaften mit aufgebaut. Und ich fand spannend, tatsächlich da auch an eine Hochschule im Westen zu gehen. Ich war nicht die einzige Hallenserin, es war eine ganze Reihe von Hallenserinnen und Hallensern, die dort auch das Studium aufgenommen haben. Und eigentlich wollte ich nicht zurückkehren. Sie wollten nicht zurückkehren? Genau. Jetzt wissen natürlich ganz viele, Sie sind hier in Halle, Sie waren Leiterin des Jugendamtes, Sie sind aktuell, sind Sie Beigeordnete für Bildung und Soziales. Sie sind zurückgekommen und dafür muss es ja einen Grund gegeben haben. Ja, dafür hat es einen Grund gegeben, der ist ziemlich profan. Ich hatte Stellenangebote in Hannover, ich hätte in Hannover arbeiten können, allerdings befristet. Und ich bekam hier in Halle ein unbefristetes Angebot, eine unbefristete Stelle, was zu der Zeit eigentlich so ein Lottogewinn war, ein Hauptgewinn. Und bin deswegen nach Halle zurückgekommen. Familie war auch hier, klar. Aber das war der Hauptgrund, weshalb ich zurückgekommen bin. Es hätte nicht unbedingt Halle sein müssen. Es hätte auch eine andere Stadt im Osten sein können. Es hätte eine andere Stadt im Westen sein können. Leipzig eher nicht. Und aber ich habe mich halt, es war Zufall, dass ich am Ende hier eine Stelle bekommen habe und ich bin hier geblieben, jetzt dann auch ganz bewusst. Wenn man so die Möglichkeit hat zwischen Hannover und Halle, was bedeutet denn Heimat für Sie? Also war das denn doch nochmal auch ein Grund oder war das vielleicht sogar eine Konfrontation zu sagen, oh, jetzt wieder zurück? Na, sagen wir mal so, als ich Anfang der 90er, es war 91, als ich in Hildesheim das Studium angefangen habe und ich habe in Hannover gewohnt. Ich hatte das Glück, in Hannover auch relativ schnell Kontakt zu dort Wohnenden zu kriegen aus verschiedenen Bereichen. Und es war durchaus etliche Freundschaften entstanden. Also ich hätte mir auch vorstellen können, in Hannover zu bleiben. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich wieder nach Halle zurückkam, kam mir Halle so schmutzig vor. Ja, und Hannover so schön. Wenn ich heute nach Hannover fahre, ist es ein bisschen umgekehrt. Aber das sind so Punkte, wo ich sage, das war wirklich eine Entscheidung, eine ganz bewusste Entscheidung. Bleibst du dort, gehst das Risiko ein, vielleicht auch nochmal den Beruf wechseln zu müssen oder den Arbeitgeber wechseln zu müssen. Aber gut, es hat sich halt hier ergeben. Ich war Anfang 30, also ich wollte jetzt auch keine zu großen Risiken eingehen. Und ja, das war dann letztlich der Punkt, wieder nach Halle zu kommen und auch hier zu bleiben. Kurze Frage, hat man es bereut oder?
Nein, im Nachhinein muss ich sagen, habe ich es nicht bereut. Also ich habe es nicht bereut, dass ich in Hildesheim studiert habe, dass ich in Hannover gewohnt habe. Ich habe was anderes kennengelernt. Erschlagen war ich am Anfang von dem, was ich in Hannover vorgefunden habe, an Möglichkeiten, Freizeit zu verbringen, Einkaufsmöglichkeiten, die Einkaufsstraße, das war Wahnsinn. Da war ich tatsächlich ziemlich geplättet. Aber wie gesagt, hier hat sich ja dann auch einiges ergeben und 94 war dann auch noch mal eine, empfand ich zumindest noch mal eine neue Aufbruchstimmung, dass man versuchte, hier einiges noch mal neu zu gestalten. Wir haben überraschenderweise noch einen Gast hier auf der Bühne. Wir haben vorhin schon mal kurz gesprochen. Sie sind sehr viel zeitiger schon weggegangen. 62, ist das richtig? 1962, ich bin Jahrgang 1903. Du musst reinsprechen, ja. Ich bin Jahrgang 1943. Da können Sie ja ausrechnen, wie alt ich sein könnte. Naja, ungefähr. Ja. Naja, knapp wie über gesagt, 60. Ich bin Blankenburger, ich bin Harzer. Ich bin kein Hallenser. Ich bin ein Hallenser, nachgemachter Halunke. Hallenser Halunke. Ich wohne jetzt über 2 Jahre hier. Im Februar nächstes Jahr bin ich 3 Jahre in Halle. Wohne im Charlottenviertel. In der Leipziger Straße, Gasse hoch, bin ich in der Martinstraße. Ja. Wenn Sie zurückgekehrt sind, dann wo sind Sie hin zwischenzeitlich? Wo sind Sie denn von aus dem Harz? Aus dem Harz bin ich zwischendurch, ich viele Jahre war ich Traktorist gewesen. Ich bin aus der Landwirtschaft, bin in Industrie gegangen. Damals ging es schwer, aus der Landwirtschaft wieder rauszukommen in DDR-Zeiten. Und da habe ich den in Harzer Werke, da habe ich den Gabelstapler gefahren, ein 2-Tonner Diesel. Und ich habe verschiedene, ich war in der GAG, ich habe viele Berufe hinter mir. Ja. Aber wohin, in welchem Ort ging es da? Die Frage war es war erstmal alles in Blankenburg. Und, aber im Westen, wo haben Sie im Westen gewohnt? Und dann bin ich, meine Mutter habe ich schon mit 9 Jahren verloren, die hat sich auf dem Dachboden aufgehängt und wie gesagt, mein Vater war ein Trinker. Naja, wie gesagt, das ist eine schwere Zeit, die ich durchgemacht habe. Ja. Naja, und dann bin ich nachher, wollte ich zu meinen beiden Brüdern im Westen und eine Schwester im Westen und ich war ganz alleine im Osten. Ja, ich habe da einiges zu euch. Ja, und wohin ging es dann letzten Endes? Ja, ich bin dann, habe mich entschieden über die Grenze, über Brockenmoor. Ich bin nach Benningstein hochgefahren. Benningstein ist noch vor der Grenze. Und dann bin ich durchs Brockenmoor, Mitternacht um 0 Uhr, der Mond schien helle. Der Mond hat geschienen und da habe ich die Hunde gehört, die scharf abgerichtet sind, wie die da lang ihre Streife gemacht haben. Und da habe ich Stacheldraht durchgekniffen. Ich hatte eine Zange mit. Und dann bin ich da durch, bin ich über ein Stolperdraht, war noch kein Minenfeld, bin ich über ein Stolperdraht und dann bin ich da in Hohe Geis gelandet, im Westen. Und die Grenzer haben mich da empfangen, denn ich bin aber ich habe abgewartet, dass die Hundestaffel weg war. Ich habe das Bellen noch gehört hinten, die waren scharf abgerichtet. Ja, wir konzentrieren uns ja hier gerade thematisch, warum man zurückgekommen ist. Was war der Grund, warum Sie dann wieder gesagt haben, ich komme wieder zurück? Ja, der Grund war der gewesen, ich hab ja auch zwischendurch in Hamburg gewohnt, ich habe im Hafen gearbeitet, ich habe Schweinegeld verdient, ich habe viel Geld verdient. Ich war wirklich dafür, für Schiffe habe ich Schiffstaue, hier diese Bolzen habe ich alle diese einfache Arbeit gemacht und habe viel Geld verdient in Hamburg. Aber ich habe in Bergedorf gewohnt, Hamburg-Bergedorf. Aber ich kenne viel, ich war in London, ich war in Österreich, in Wien, ich kenne die ganze Welt da. Aber dann ist es doch gerade spannend, warum wieder Halle? Warum? Nicht Halle, sondern Blankenburg. Ja, Blankenburg. Ich habe dann schon in Jugendzeiten mit einer Frau, einem Mädchen zusammen, war ich schon fast von der Schule her. Und mich hat das irgendwie
wieder zurückgetrieben. Warum, weiß ich nicht. Nach 3-4 Jahren im Westen hatte ich die Schnauze voll. Spannend. Und da ich wollte wieder in meine Heimat zurück. Darf ich das Wort Heimat mal sagen? Ja, das Wort Heimat in dem Zusammenhang ist natürlich Heimat wieder zurück. Extrem wichtig. Das Stichwort Sirko Scheffler war, da gab es so ein Mädchen. Das klingt Ihnen vielleicht ein bisschen vertraut. Sie sind auch weggegangen? Sie sind wohin gegangen zur Ausbildung? Also ich bin dann nach München gegangen. Nach München. Zivi. Und haben dort eine Frau kennengelernt. Tja, und die ging nach Halle. Und die hatte einen Studienplatz in Halle, ist richtig? Naja, so ähnlich. Also wenn man Zivildienst macht, dann verliert man ja den Kontakt zur Heimat, wo die Eltern wohnen, nicht komplett. Und das Mädchen sitzt übrigens im Publikum, ja. Und also die ist hier geblieben. Also, also ich bin ein Rückkehrer, der eigentlich zurückgekommen ist, weil jemand hier geblieben ist. Und ich habe hier in Halle Wirtschaftsinformatik studiert, habe dann Zivildienst in München gemacht und habe den Kontakt zur Heimat nicht komplett verloren. Und da gibt es Parallelen, was Sie vorhin gesagt haben. Also ich hätte auch in München bleiben können, hatte dort Mitte der 90er einen Freundeskreis gehabt, den ich zum Teil auch heute noch habe. Aber man kann ja Gott sei Dank, und ich glaube, das muss man ja heute an dem Tag auch nochmal sagen, man kann ja Gott sei Dank frei entscheiden. Und das ist nicht selbstverständlich, wo man leben möchte. Und es war also eine freie Entscheidung von mir, auch wieder zurückzukommen. Und natürlich spielt da die Liebe auch eine Rolle, ja. Also wir halten mal fest, die Liebe ist ein wichtiger Punkt, ein auch entscheidender Punkt. Die Familie ist es sehr oft. Ich kann das bei mir auch sagen, für mich war das auch dann wie natürlich wie auch ein großes Geschenk, ein Angebot hier in Halle zu haben, zu wissen, irgendwie meine Eltern leben noch hier. Ich habe all die Jahre auch den Kontakt natürlich immer irgendwie gesehen, zu dieser Stadt gehalten, die Veränderung in der Stadt gesehen. Und trotzdem ist es ja eine Art von Rückkehr in eine andere Stadt, wie lange man auch immer weg war. Wie war das für Sie, wie war das für euch? Wie guckt man auf eine Stadt, aus der man mal weggegangen ist und in die man nach ein paar Jahren wieder zurückkehrt? Ist die Stadt eine andere oder hat sie sich einfach nur so ein bisschen aufgehübscht, latent verändert, aber ist eigentlich immer noch die alte, die man so kannte, als man sie verlassen hat? Das Mikro jetzt wieder an. Also ich finde, dass sich Halle in den letzten Jahren sehr, sehr positiv entwickelt hat. Und ich hatte den Blick aus München auf Halle und habe teilweise die Berichterstattung über Halle nicht so ganz verstanden, weil dort wurden halt immer die Gebäude gezeigt, Mitte der 90er, die noch nicht so gut aussahen. Und ich habe Halle anders erlebt und ich bin dann auch Unternehmer geworden. Und Unternehmer sind natürlich auch neugierig, offen und wollen Dinge gestalten. Und ich finde, Halle, Sachsen-Anhalt, hat in den letzten Jahren ganz viele Möglichkeiten gegeben, Dinge zu entwickeln und zu gestalten. Und ich habe in München das so ein bisschen mit zurückverfolgt, wie sich die Stadt so in den 60er, 70er Jahren bis zur Olympiade, ich glaube, die Geschichte ist ja bekannt, seit wann es den Fernsehturm und die U-Bahn in München gibt, da ging es also bis zum heutigen Tag, also ich war gestern mit den Kindern, das geht mittlerweile ja auch, dort auf dem Oktoberfest. Wir sind also früh mit dem Zug runtergefahren und abends zurückgekommen, ohne dass es Stress war. Also man muss, um in München am Oktoberfest mit den Kindern teilzunehmen, muss man nicht nach München ziehen. Also das, aber ein Hähnchen, 20 Euro. Ja, das stimmt, ja. 14,40 €. Die Preise, hallo, die sind gesalzen. Hallo, hallo. Aber halten wir mal fest, dass die Preise vielleicht auch ein Grund sind, wieder reinzukehren. Aber ich wollte den Gedanken mal zu Ende führen. Also der Gedanke, den ich hier und die Erfahrung, die ich hier gesammelt habe, ist etwas, was ich in München, ich sag mal so ein bisschen schon erlebt hatte, dass aus München etwas geworden ist, weil die Leute es dort angepackt haben. Und die Dinge, die jetzt in Sachsen-Anhalt anstehen, wir haben ja große Investitionen im Land, im Süden und im Norden stehen da ja am Ende an. Das sind ja alles Dinge, wo man sagt, hier passiert richtig viel. Also für Unternehmer passiert sehr viel, aber auch für die Leute, die hier arbeiten wollen. Und das hat sehr viel mit Bildung zu tun. Und ich habe erlebt, dass die in die Mitte der 90er rübergegangen sind, oft hier aus der Region kamen. Sie hatten ja vorhin die Zahlen ein bisschen genannt. Und München und andere große Städte haben ganz, ganz viel davon profitiert, dass aus der DDR gut ausgebildete Menschen dorthin gegangen sind. Und nicht alle sind zurückgekommen.
Aber die zurückgekommen sind, die haben im Prinzip diese Erfahrung gemacht, dass wenn man eine gute Bildung hat, dass einem wirklich die Welt offen steht. Und in München wird man relativ schnell erfolgreich beruflich, wenn man dort auch entsprechende Leistungen bringen kann. Und da hat man natürlich auch die Möglichkeit, das Händel und so weiter dann zu bezahlen. Wenn man die Möglichkeit nicht hat, ist es natürlich wirklich nicht einfach. Und dann ist es auch eine sehr, sehr teure Stadt, die auch, glaube ich, sehr, sehr anonym und sehr, sehr unangenehm sein kann. Und ich glaube, wir brauchen beides. Und ich habe aber erlebt, dass das möglich ist. Und das habe ich ein Stück weit auf Sachsen-Anhalt, sage ich mal, übertragen. Und immer wenn ich ein wenig zuversichtlich war in Sachsen-Anhalt, habe ich mich an diese München-Erfahrung erinnert. Und ich finde, wir leben ja eigentlich auch in Mitteldeutschland, also ich würde das gar nicht nur auf Sachsen-Anhalt begrenzen, also wir leben in einer Region, wo Leipzig nicht so weit weg ist, Berlin am Ende auch nicht, und das ist ja etwas Positives. Und die Dinge, die in München gut gelaufen sind, da hatte ich im Prinzip dieses Urvertrauen. Ich mache mal das Stichwort Strukturwandel, Ausstieg aus der Kohle und so weiter, was da dran hängt. Das ist in München geglückt. Und warum sollen wir das nicht hier auch hinbekommen? Und ist etwas, was wir, glaube ich, selber in der Hand haben. Und die Rahmenbedingungen sind da, aber wir müssen natürlich es auch ein Stück weit selber gestalten. Und dieses selber gestalten, das ist das, was mich eigentlich neben der Liebe begeistert hat. Halten wir mal fest, das ist als weiteren wichtigen Punkt des Warum geht man zurück? Es gibt was zu tun, es gibt was anzupacken, es gibt was zu gestalten. War das für Sie, Frau Rederloh, auch ein entscheidender Kriterium neben der Aussicht auf eine Festanstellung? Das war einer der Punkte, weshalb ich überhaupt den Kontakt nach Sachsen-Anhalt gehalten habe. Also ich war in der Zeit seit 1990 gewerkschaftlich tätig. Hätte ich mir vorher nie denken können, aber da gab es ja plötzlich Möglichkeiten, auch viel mitzugestalten. Habe auch viel in der Bundesrepublik kennengelernt, nicht nur in Niedersachsen, sondern auch darüber hinaus, was in den verschiedenen Bundesländern an Möglichkeiten, an Unterschieden auch existiert. Und habe über die Gewerkschaftsarbeit auch den Kontakt nach Sachsen-Anhalt gehalten und fand es durchaus lohnenswert, hier mitzugestalten. Im Land Sachsen-Anhalt. Also Halle war da nicht so der Schwerpunkt, sondern tatsächlich im Land Sachsen-Anhalt. Für Kommunalpolitik habe ich mich zu der Zeit noch nicht interessiert. Das kam ein bisschen später. Es war doch deutlich, es gab hier eine Menge zu tun. Es gab Möglichkeiten, auch mitzugestalten, Vorschläge zu machen, bestimmte Sachen, die man auch halten wollte. Also die es lohnend waren, tatsächlich auch zu erhalten. Beispielsweise Kindertagesstätten als Bildungseinrichtungen war im Westen noch gar nicht so verbreitet. Das brachten wir eher in die Diskussion. Und das waren so Themen, um die es mir ging, weshalb ich da auch ganz bewusst mich engagiert habe. Das Stichwort ist schon mehrfach jetzt gefallen. Christopher hat es auch schon angesprochen, danach gefragt. Heimat. Ich kenne das so aus Erzählungen auch von Freunden, von Kollegen, die zum Beispiel weggegangen sind und geblieben sind, irgendwo anders. Und die mittlerweile sagen, keine Ahnung, Österreich oder Bayern oder was auch immer, wo sie es hin verschlagen hat, Paris, das ist meine Heimat jetzt oder mein Zuhause. Klar, da gibt es einen Unterschied zwischen Heimat und Zuhause, aber die so etwas wie heimatliche Gefühle, die reden zum Teil jetzt auch schon den Dialekt und haben den angenommen. Ich bin so viele Jahre auch so unterwegs gewesen und habe so 2 Jahre hier, 2 Jahre dort gewohnt und habe so gemerkt, Heimat ist sicherlich nochmal was anderes, was die Herkunft irgendwie angeht, aber so ein Gefühl von angekommen sein, zu Hause sein, kann man durchaus in der Fremde sich erarbeiten und damit sehr glücklich sein. Wie ist das, darf ich das so in die Runde fragen, mit Ihnen, mit euch? Gibt es so einen Unterschied für Sie, für euch zwischen Heimat und Zuhause sein? Und ist Heimat dann doch irgendwie das stärkste Band, was es so gibt? Also ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, der Kontakt zur Heimat ist, auch wenn es Zivildienst ist, ja nie verloren gegangen. Und am Ende war das die Brücke und die hat gehalten und die wurde dann also auch breiter und größer. Und also ich würde Heimat schon mit Halle und dem alten Saalkreis, wo ich herkomme, verbinden. Und ich will das nicht ausschließen, dass das auch woanders sein kann, aber für mich ganz persönlich passt Heimat und Zuhause dort sehr, sehr gut zusammen. Und das hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, wo die Familie wohnt. Und wenn das alles
zueinander sehr, sehr gut passt, ist das etwas, was bei mir dann Heimat und Zuhause dann also auch identisch sind. Also für mich ist tatsächlich Heimat, die Stadt Halle ist meine Heimat. Ich bin in Halle geboren. Ich hätte es mir auch vorstellen können, dass eine andere Stadt, beispielsweise Hannover, meine Heimat wird, waren auch durchaus Familie bereit, mit dorthin zu kommen, weil das Interesse war schon da, auch zusammen was Neues aufzubauen. Aber wir haben es uns dann hier aufgebaut und ich habe mir jetzt hier meine Existenz aufgebaut, ich habe mir hier mein Umfeld aufgebaut und so ist es Heimat. Jetzt ist es tatsächlich Heimat. Kann ich sprechen? Ich kann das sogar halten. Ja, meine Heimat ist so, Blankenburg am Harz, habe ich meine Frau schon ewig, also war ich nicht verheiratet, aber ich habe ja 1967 geheiratet, 23.06.1967 und 26.03. im gleichen Jahr haben uns verlobt gehabt, also musste ich die Verlobung natürlich zuerst sagen und dann die Heirat, alles in einem Jahr. Und bin jetzt sage und schreibe 56 Jahre verheiratet und 4 Jahren habe ich eine Diamantenhochzeit. Da kann man eine Heimat zu sagen, oder? Ja, und deswegen bin ich, aber ich musste von Blankenburg weg, weil ich mein Haus ist kaputt gegangen, Wasserrohrbruch und was nicht alles. Und deswegen bin ich jetzt in Halle. Ich bin aber hier geborener Blankenburger und habe sehr viele Kontakte noch nach Blankenburg durch Freunde und Bekannte und was weiß ich nicht alles. Ich kann gar nicht alles aufzählen. Ja? Das ist meine Heimat. Ja? Dankeschön. Ich weiß nicht, wollen wir mal eine Pause machen, eine musikalische? Ja, vielleicht ein kleines Stückchen Musik und dann noch eine kleine Schlussrunde. Genau, in der Zeit können Sie gerne noch was zu essen nehmen oder sich auch hinten beteiligen. Also das soll auch ein Format sein zum Gespräch, zum Miteinander reden. Genau, also nutzt auch das. Ja. Musik. Musik bitte! Das Schicksal und die Angst kommt über Nacht. Ich bin traurig, gerade hab ich noch gelacht und an sowas Schönes gedacht. Auch die Sehnsucht und das Glück kommt über Nacht. Ich will leben, auch wenn man dabei Fehler macht. Ich hab mir das nicht ausgedacht. Wunder geschehen, ich hab's gesehen. Es gibt so vieles, was wir nicht verstehen. Wunder geschehen. Ich war dabei. Wir dürfen nicht nur an das glauben, was wir sehen. Immer weiter geradeaus und nicht verzweifeln. Denn da holt dich niemand raus. Komm, steh selber. Ich hab's gesehen.
geschehen. Eva und Lisa, herzlichen Dank. Wir sind hier noch auf der Runde, jetzt sind wir noch zu viert, mit den Rückkehrern. Wir haben über so ein paar Dinge gesprochen, ein paar Sachen so zusammengetragen, so festgestellt, ja, Motive auch des Zurückkehrens können sich durchaus ein bisschen ähneln. Vielleicht so eine Sache, die mich tatsächlich auch noch interessieren würde, weil es so ein Thema ist, was ja oft und sehr, sehr häufig und heftig diskutiert wird. Es gibt ein Buch, was so seit einem halben Jahr Furore macht von Dirk Oschmann, ein Leipziger Germanist, der, das ist eine sehr polemische Schrift zum Beispiel, der darüber eben spricht, dass er und seine Generation, das ist so ungefähr unser Alter, sich im Westen nie angenommen gefühlt hat, dass er sich bevormundet gefühlt hat, dass er seinen sächsischen Dialekt hat unterdrücken müssen. Er macht es fest an statistischen Werten, dass Ostdeutsche unterrepräsentiert sind in Wissenschaft, in der Politik, in der Wirtschaft. Das ist ein ziemlich heftiger Stoff, dieses Buch, eine ziemlich heftige Polemik. Da ist sicherlich auch was dran, zumindest die Statistiken sprechen ja für sich. Aber wie war das für euch oder für Sie? So in der Fremde hat man sich so als Ostdeutscher fremd gefühlt, in München, in Hildesheim, gar so als ja, Deutscher zweiter Klasse, wie es oft zu hören ist. Wie war das für euch? Naja, ein bisschen als Exot kam ich mir am Anfang schon vor. Also auch wenn wir mehrere waren, die da in Hildesheim aus Halle mit dem Studium angefangen haben, war es schon so, dass wir interessiert viele Fragen aushalten mussten. Also wieso wir dort sind, dort studieren, warum wir nicht hier studieren. Dann vieles auch, was die DDR betraf und die Erzählung, dass man vom Westen aus die Klassenausflüge gemacht hat an die innerdeutsche Grenze und diese ganzen Themen. Also so ein bisschen kam ich mir auch im Freundeskreis durchaus da manchmal etwas exotisch vor, weil ich bestimmte Sachen erzählen musste und manches auch durchaus kritisch hinterfragt wurde, auch was mit der Wende zu tun hatte. Und ich empfand es aber, also es war emotional schwierig, ich empfand es jetzt aber mit der Zeit, dann mit so nach einem Jahr ließ das dann nach, also man war dann doch eher dort mit angekommen und ich habe bei der Rückkehr im Übrigen was Ähnliches erlebt. Das wäre tatsächlich auch meine Frage gleich nochmal, aber wie war es denn hier? Also hat man sich hier wieder angekommen gefühlt? Ich glaube, vielleicht kann man das in der Doppelfrage beantworten. Also als ich zurückkam, hatte ich manchmal so den Eindruck, oh, die war im Westen, die hat den Westen kennengelernt, ja, der Westen studiert das was Besseres. Also das war so das, was so rüberkam, teilweise auch tatsächlich so ausgesprochen. Das war dann auch wieder ein Wiederankommen, was nicht so ganz ohne Probleme war. Wie war das bei Ihnen? Naja, also bei mir war es eigentlich so, also ich bin ja als Fachkraft in München angekommen und ich habe dann im Zivildienst, was ein sehr fachlich geprägter Zivildienst war, das überhaupt nicht erlebt. Also da bin ich auch froh drüber und wie gesagt, ich habe bis heute noch einen Freundeskreis, auch in München. Ich kann das alles nachvollziehen, auch was in dem Buch geschrieben worden ist. Beruflich bin ich mit Projekten bundesweit unterwegs, bin auch seit letztem Jahr von einem Bundesverband ein Vorsitzender und ich kenne die Kollegen dort, das sind 70 Unternehmen, die kenne ich seit vielen Jahren und bei uns im Verband hat das keine Rolle gespielt. Das heißt, wie gesagt, ich kenne die Diskussion, ich kann das nachvollziehen. In meinem beruflichen Umfeld als Diplom-Wirtschaftsinformatiker, gut ausgebildet aus Martin-Luther-Universität in Halle, habe ich das aber nicht erlebt. Und wahrscheinlich ist das so ein Ding, was wahrscheinlich auch so ein bisschen mit der Blase zu tun hat, in der man sich dort bewegt. Und im familiären Umfeld habe ich es auch so nicht erlebt. Würde mir wünschen, dass es darüber hinaus auch so wäre. Aber ich glaube, da muss man noch ein Stück weit dran arbeiten. Das Spannende ist, wenn man Rückkehrer ganz, 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 ganz weit fasst, dann bin ich auch eine Art Rückkehrer. Und zwar bin ich aufgewachsen in der Nähe von Berlin
und bin dann zum Studieren nach Nürnberg, war da einer von wenigen Leuten, die tatsächlich auch aus Ostdeutschland kamen, also mit mir noch jemand aus Berlin und jemand noch zwei, drei Leute aus Thüringen und das war's. War dann in Baden-Württemberg für ein halbes Jahr lang noch in Unternehmensberatung und bin dann aber auch wirklich voller Bewusstsein zurück. Hab gesagt, das ist okay, nee, das war eine schöne Zeit und ich würde gerne mal einen zweiten Bachelor machen und habe mich dann hier auch beworben, wurde hier auch angenommen und ich bin sehr froh, hier gewesen zu sein. Aber mich hat trotzdem diese Frage nach, wie fühle ich mich, also zum Beispiel, klar war ich irgendwie schon der Ossi gewesen in Nürnberg. Das hat man schon gemerkt, man ist irgendwie von außen und ich habe auch jetzt festgestellt, manche Freundschaften waren hier wesentlich schneller und einfacher zu knüpfen. Vielleicht hat das was mit der Mentalität zu tun, vielleicht auch einfach, weil ich mich hier wohler fühle, ich weiß es nicht. Und trotzdem ist jetzt meine Frage, wie sieht es jetzt bei Ihnen aus, wenn man jetzt in die Gegenwart schaut? Spürt man noch was von diesem Trennungsgefühl beziehungsweise dieser Rückkehrermentalität, was auch immer, ist jetzt noch was zu spüren? Oder ist das wirklich bewusst eigentlich nur, wenn man sich daran erinnert? Dann merkt man was von der Einheit, von den Spannungen, von denen wir gehört haben, bis hin zum heutigen Tag. Wie sieht es jetzt gerade in der Gegenwart aus? Na, in der Gegenwart sage ich eher, fühle ich da nicht mehr allzu viel davon. Manchmal kriegen Kollegen mit, dass überhaupt erstmal mit, dass ich nicht in Halle studiert habe und auch eine Zeit lang woanders gelebt habe. Also aktuell spüre ich das nicht mehr so, aber ich möchte die Zeit auch nicht missen, weil diese Erfahrung war aus meiner Sicht für mich persönlich ganz wichtig, um auch einen offeneren Blick für bestimmte Themen zu kriegen. Also ich denke, Erfahrungen in Anführungsstrichen im Ausland zu sammeln, ist eine gute Sache. Ich hatte auch während des Studiums die Möglichkeit, das war, ich glaube, 92, dort mehrere Monate ein Praktikum in der Schweiz zu machen. Und da war das so ein bisschen, das war relativ frisch nach der Wende, da waren die Schweizer schon neugierig. Sagen Sie mal, sag mal, wie war denn das in der DDR? Ich kann mich noch an eine Frage erinnern, gerade hier auf dem Marktplatz eine interessante Frage, gab es in der DDR eigentlich Pizza? So. Ich konnte das mit Ja beantworten, weil ich bin auf der August-Hermann-Franke-Schule gegangen und da gab es mittags immer Pizza. Ob das in der ganzen DDR so war, weiß ich nicht. Aber zumindest, das sind ganz banale Fragen, die natürlich irgendwo dann auch so hochgekommen sind. Das ist aber eine natürliche Neugierde. Aber es sind alles Erfahrungen, die man irgendwo dort mitnimmt. Und wie gesagt, ich bin beruflich bundesweit ziemlich viel unterwegs, war jetzt auch ein paar Tage dienstlich in Nordrhein-Westfalen, auch in der Gegend, wo also Strukturwandel stattgefunden hat. Und wenn man da über die Straßen und die Autobahn fährt, das klang vorhin auch so ein bisschen an, ne? Also da ist auch wieder was zu tun. Also ich glaube, es gibt an der einen oder anderen Stelle in Deutschland Dinge, also ich habe auch gestern, sag das mal ganz offen hier, also ich habe gestern versucht, am Münchner Hauptbahnhof in einem Schließfach was einzuschließen. Die Hälfte der Schließfächer waren kaputt. Also auch in München ist alles nicht rund und ordentlich. Dort wird auch investiert, aber ich glaube, man sollte halt mal ein bisschen genauer hingucken und ich würde jetzt eher so nicht diese Ost-West-Schiene aufmachen, sondern eher schauen, wo gibt es in Deutschland eigentlich was zu tun. Das sind regionale Dinge und würde mich freuen, wenn das nicht immer neue und alte Bundesländer, sondern einfach, dass man sagt, ja, ich war jetzt in NRW, ich war in München, da war es gut, da war es schlecht, ich war in Halle, ich war in Magdeburg oder in Berlin. Also, dass man das eher die Geschichte so erzählt, weil dann kriegt man auch nochmal ein anderes Gefühl für unsere bunte Republik Deutschland. Ein tolles und der Applaus ist absolut berechtigt. Ein wunderbares Stichwort zum Schluss. Wir halten mal fest, es gibt viele gute Gründe, zurückzukehren. Die Liebe ist ein Grund, die Heimat ist ein anderer Grund, etwas gestalten, anpacken, machen zu können. Nicht in so Jahrzehnte festgefahrene Strukturen irgendwie einzutauchen, wo schon alles so ist, wie es immer war, ist auch ein ganz entscheidender Grund. Einen Grund haben wir nur so am Rande mal kurz erwähnt. Es gibt unglaublich viele gute Gründe, nach Halle zu ziehen, ob zurückkehren oder überhaupt einfach hierher zu ziehen. Zum Schluss, wir haben einen Haufen charmante, nette Vororte, in die man schnell kommt. Berlin, Leipzig, man ist überall in einer Stunde. Man ist so mittendrin in Deutschland. Eigentlich
ich kann mir im Moment eigentlich überhaupt nichts Besseres und Idealeres vorstellen als hier in dieser Stadt. Nehmen wir das doch einfach mal so als kleinen Stimmungseindruck irgendwie über das Zurückkehren mit. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei unserer kleinen Runde hier auf der Bühne. Ja, ich möchte auch mitnehmen, dass ich noch ganz, ganz viel Fragen und auch mitnehmen darf von Leuten, die, also man hört immer wieder von, ja, wie war das damals im Krieg, aber ich finde die Geschichte, die bei uns so in, gar nicht so lang zurück ist, da gibt es noch viele Menschen, die sich noch gut erinnern können. Und ich weiß, Alexander Suckel, du hast auch viel zu berichten, von dem wir jetzt wegen der Zeit gar nicht so viel hören konnten. Und das ist, glaube ich, das, was ich mitnehme, dass es sich lohnt, mit Eltern oder also mit meiner Elterngeneration nochmal ins Gespräch zu kommen und auch zu fragen, wie waren die Bewegungen damals hin und her? Warum ist man geblieben? Warum ist man weggegangen? Warum ist man wiedergekommen? Und diese Zeitreise geht wirklich mal wieder ein Stück weiter, jetzt vom Programm her. Und ich freue mich, dass man so viele schöne Einblicke haben durfte. Vielen, vielen Dank auch von mir. Und wir machen weiter mit ein bisschen Musik. Herzlichen Dank. Einen Moment noch, wir versuchen die Gitarre zu hören, weil die soll das Instrument für das nächste Lied sein. Jetzt höre ich was, leise. Du? Hörst dich gut? Ich brauche dich ein bisschen lauter. Und dann geht's los. Ja. Ça commence avec toi.
Ja, wunderbar, jetzt funktioniert's. Die Zeitreise. Wir sind tatsächlich, wir hatten ja angefangen mit 89, dann ging es jetzt, dann auch in die Rückkehrer, da konnte man immer diese Brücke schlagen zwischen damals und jetzt sind wir in der Gegenwart. Ich wollte auch nochmal sagen, all diese Punkte, die wir gerade in der Vergangenheit gehört haben, wenn Sie gemerkt haben, boah, das interessiert mich richtig doll, das war sehr, sehr spannend, ich möchte gerne mehr davon hören, mehr davon sehen oder erleben, dann kann ich bloß das Stadtmuseum wirklich empfehlen. Das ist keine Schleichwerbung, das meine ich auch wirklich echt. Wenn man hier einfach so durchgeht, dann kommt man auch sofort da an. Im Stadtmuseum wird zum Beispiel, werden Auszüge von der Rede von dem Herrn Böhme auch mitgenommen und mitgezeigt. Und da wird das auch thematisiert. Also deswegen meine Empfehlung, wer sagt, das ist mir nicht genug, dann lohnt es sich, in das Stadtmuseum zu gehen. Und dort findet nämlich man auch die, das, wofür es jetzt geht, und zwar das Themenjahr und das kleine Experiment, so wurde es genannt und angekündigt, die Mitmachaktion. Und ich freue mich, dass ich das nicht alleine tue, sondern dass ich das jetzt auch übergeben kann an Frau Müller-Wenzel. Und dass jetzt das auch mal vorgestellt wird, was wir jetzt haben, eine Mitmachaktion. Ich bin gespannt. Ich würde mich einfach verabschieden und das Mikrofon übergeben. Ich bin sehr, und ich mache mit. Ich mache mit, auf alle Fälle mit. Ich bin gespannt, ja. Jetzt geht es. Ja, ich freue mich sehr, dass wir jetzt einfach wirklich mal gemeinsam etwas ausprobieren. Und ich hoffe, dass alle, wie sie hier stehen, sitzen, aufstehen, mit zu uns kommen und sich beteiligen. Oder vielleicht erstmal zuschauen und sich dann beteiligen. Also jedenfalls haben wir jetzt etwas vor, Thomas, oder? Ja, so sieht's aus. Also hallo erstmal an diesem fantastischen Tag heute. Gibt was Schönes zu feiern. Wir machen mit Ihnen jetzt eine Mitmachaktion. Es wird ein Experiment. Es kann also gar nicht schief gehen, selbst wenn es nicht so klappt, dann lernen wir alle was draus und Sie müssen alle mitmachen. So wie Sie jetzt sitzen bleiben, Sie dürfen gern auch mal aufstehen und sich daran beteiligen, denn durch Sitzen bleiben und Zugucken hat sich noch nie was geändert. Und mit Ihnen wollen wir heute jetzt gemeinsam was ändern, passend zum Themenjahr Streitkultur. Genau, also Sie müssen jetzt hier nicht tanzen oder irgendetwas vorführen oder etwas ganz Kompliziertes machen. Sie müssen auch nicht schwer heben oder etwas aufsagen, sondern Sie müssen sich einfach nur beteiligen und auf Fragen von uns antworten. Und es gibt immer nur zwei Möglichkeiten. Und die Fragen sehen Sie dann am Ende auch alle immer hinter uns auf der Leinwand. Und damit wir das auch gut voneinander trennen können, komme ich jetzt mit runter. Und wir werden das Ganze mal markieren auf dem Feld. Und der Thomas wird hier oben bleiben und uns durch die Fragen führen. Und ich bin mal gespannt. Also zwei Antwortmöglichkeiten, eine Frage. Eigentlich ganz einfach, oder? Ja, das bekommt hier, glaube ich, jeder hin. Sie werden jetzt gleich erleben, wie die Christine und die Anja hier vorne zwei Areale abkleben. So. Und ich werde Ihnen dann eine Frage stellen. Und Sie dürfen heute einfach mal eine Position ergreifen. Sie kommen dann auch selber zu Wort und Sie können aber auch wortlos bleiben und sich einfach auf die rechte Seite oder auf die linke Seite stellen. Und das wird ganz spannend. Und wir werden natürlich auch uns ein bisschen über diese Frage unterhalten und während Sie zuhören und vielleicht auch ein bisschen mitreden, dann dürfen Sie zwischen den beiden Arealen gern auch mal wechseln und Ihre eigene Meinung dazu überdenken. Es sind einfache Fragen, es sind ganz spannende Fragen, es sind Fragen, die uns eigentlich auch verbinden sollen, ne? So, es wären große Areale, damit auch wirklich alle mitmachen können, ne? Wir haben hier im Grunde genommen rechts und links, das ist wie schwarz und weiß, wie hell oder dunkel, ja oder nein. Es gibt aber kein richtig und kein falsch. Das ist schon mal ganz wichtig zu wissen. Sie können natürlich auch alle sitzen bleiben und zugucken, aber dann sind Sie selbst ein bisschen schuld, wenn das nach hinten losgeht. So, für den Anfang machen wir zum Einstieg mal was ganz Einfaches. Hallenser oder Halunke, ne? Sie wissen vielleicht, in Halle
gibt es eigentlich drei Möglichkeiten. Wenn Sie hier geboren sind, dann sind Sie Hallenser und da kann niemand was dran ändern. Wenn Sie zugezogen sind, ist es fast schon egal, wie lange Sie hier leben und wie toll Sie Halle finden und mögen. Sie bleiben zeitlebens ein Halunke. Vielleicht schaffen Sie es, in die Salzwerker Brüderschaft einzusteigen und dann könnten Sie es bis zum Halloren schaffen. So, jetzt gucken wir mal. Das sind hier die Hallenser und Hallenserinnen. Ja, haben wir denn Halloren? Die müssten sich dann so vielleicht in diesem kleinen schmalen Streifen in der Mitte positionieren. So. So, Sie können, wie gesagt, da hinten auch sitzen bleiben, aber wir sind hier nicht mehr in der Schule. So. Oh, dann sind die Hallenser hier ein bisschen in der Unterzahl. Finden wir vielleicht noch ein paar Hallenser auf die Schnelle? Die einfach mal, ja, stellen Sie sich doch einfach mal mit hier ein Stückchen rein, damit Sie gesehen werden. So. Das heißt, Sie sind alles Halunken hier, aber Sie mögen es in Halle. Ihnen gefällt es. Das freut mich zu hören. So. Ja, dann aber jetzt ganz schnell. So. Ja, eine Menge Halunken in unserer schönen Stadt. Aber herzlich willkommen, ne? Ja, bitte bleiben Sie. Ja, und kriegen Sie Kinder hier. Die werden dann alle irgendwann auf dieser Seite stehen. Sie können sich jetzt kennenlernen, dazu vielleicht verabreden. Sie wissen also jetzt erstmal, wie das Ganze hier funktioniert, ne? Schon mal sehr spannend. Wir kommen direkt zur nächsten Frage. Karriere oder Familie? Ist eine recht traditionelle Frage. So. Die sich für die Familie entscheiden und denken, nein, die Familie ist das Gut und das Ganze und das Richtige. Und hier gibt es die Leute, die sagen, nö, ich kümmere mich um mich, das ist meine Karriere. Ja, da gehört schon ein bisschen Ehrlichkeit dazu. Ah, da haben wir schon die Leute in der Mitte. Es ist natürlich, Karriere und Familie miteinander verbinden ist das Ziel. Sie können sich gerne versuchen, alle mal in den Mittelstreifen hier reinzuquetschen. Dann kann das Ganze ein sehr verbindendes Element heute bekommen. Ja, ausgezeichnet. Ne? Sie merken gleich, das ist das Experiment hier an der Sache. Sehr schön. Gefällt mir so, wie es ist. Man möchte es fotografieren. Gut, wir haben noch ein paar Fragen. Sind Sie bereit für die nächste Frage? Die nächste Frage, da müssten Sie jetzt alle mal wirklich in sich gehen, ehrlich sein, zurückblicken. Geschlechtskrankheiten. Nee, hab mich verlesen. haben Sie schon mal gemobbt? Wenn Sie schon mal gemobbt haben, dann kommen Sie auf diese Seite rüber. Ich stelle mich mal ganz ehrlicherweise, ich habe als Kind ganz bestimmt auch schon mal gemobbt und ich möchte mich heute bei allen auch ganz recht herzlich dafür entschuldigen. Schäme mich, genau wie alle anderen jetzt in diesem Areal. So. Und das heißt, Sie haben wirklich noch nie jemals irgendwie aus Versehen mal gemobbt. Sie wissen es nicht mehr. Ah, Sie haben das verdrängt alles. Nein, Mobbing ist natürlich nicht schön, ne? Man soll nicht mobben. Funktioniert jetzt. Aber man soll auch nicht in der Schule früher, also wenn man mal so zurückdenkt, also ich habe das dann auch reflektiert. Ja. Sie auch nicht? Ja, nicht wissentlich auch, aber vielleicht schon das ein oder andere Mal. Gut. Okay. Dann Mitte. Das heißt jetzt aber, alle, die hier drüben stehen, die haben ganz bestimmt noch niemals jemanden aus Versehen, unwissentlich auch nicht, gemobbt. Ja, Sie merken schon, ich will Sie überreden, ne? Aber nein, wenn Sie sich da sicher sind, dann ist das doch sehr schön. Gefällt mir ja auch. Freut mich zu hören. Sie haben hoffentlich alle daraus gelernt, dass man das nicht macht, ne? Hier wechselt jetzt auch jemand die Seite, bei mir geht das Mikro. Bei mir funktioniert das Mikro. Jetzt geht's. Ja, jetzt geht's. Ich wollte gerade sagen, da müssen wir hier doch eigentlich auch mal fragen, wer denn schon mal wem gemobbt hat oder warum. Wen hast du denn schon mal gemobbt? Das war jemand aus der Klasse, mit dem ich mich eigentlich nie so gut verstanden habe, aber langsam wird besser das Verhältnis mit ihm. Das heißt, du hast das jetzt nicht mit Absicht gemacht oder... Ich sag mal, es war Gruppenzwang, weil ich damit auch, weil ich damals auch mit Leuten befreundet war, wo ich später, wo
ich später eingesehen habe, dass sie nicht gut sind oder keine guten Freunde sind. Deswegen war halt so eigentlich so Gruppenzwang. Also ich finde es toll, dass er so ehrlich ist, oder? Einen kleinen Applaus verdient. Es ist natürlich so, Mobbing in der Gruppe ist auch immer noch mal was ganz anderes. Ne? Da muss man schon ehrlich sein, das hast du gut gemacht. Vielen Dank dafür. Jetzt haben wir auch eine spannende Frage. Eine Fußballsache. Eine Fußballfrage. Wer kann besser Abseits erklären? Männer oder Frauen? Wie gestaltet man das jetzt? Ein Schiedsrichter? Na, Sie können bestimmt Abseits, obwohl, welcher Schiedsrichter kann schon Abseits erklären? Ja, Schiedsrichter ist, wenn der Abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift, ne? Da muss man gar nicht viel erklären. Einen haben wir hier. Na, dann frage ich doch gleich mal, dann würde ich jetzt hier gleich mal fragen. Abseits? Ich habe immer noch keine Ahnung, was das ist und was das bedeutet, weil es mir immer Männer erklärt haben. Ah, ich verstehe. Haben wir eine Frau, die Abseits erklären kann? Anja, kannst du Abseits erklären? Ich kann Abseits erklären. Aber du kannst es mal versuchen, ihr zu erklären, und dann kann sie es vielleicht mit eigenen Worten wiedergeben. Und das ist doch dann schöner, also wenn das nicht ein Experiment ist. Also es ist im Prinzip so, Abseits ist, wie Thomas schon gesagt hat, wenn der Schiri pfeift. Aber normalerweise ist es so, wenn du jetzt in meiner gegnerischen Mannschaft wärst und ich wäre vor dir und hätte den Ball in der Nähe vom Tor, dann wäre ich im Abseits. Das ist Abseits im Fußball. Das geht doch auch total einfach. Sehr gut. Dann sind wir Frauen doch besser. Ja, jetzt würde ich doch erst noch mal rausfinden, ob sie es wirklich verstanden hat, wenn die junge Dame das mit eigenen Worten wiedergeben könnte. Und unser Schiedsrichter hier könnte entscheiden, ob das korrekt formuliert war. Ja, also ich habe das so verstanden. Erstmal ein guter Anfang. Wenn ich jetzt quasi vor dir bin und den Ball zugespielt bekomme, dann ist es Abseits. Vorm Tor? Ja. Vorm Tor. Und das ist der Stürmer. Der Stürmer ist ein mit der Brust oder mit irgendwas weiter ein Stückchen nach vorne. Bei uns wäre es der Bauch. Bei mir ist es der Bauch. Der sieht das, mein Bauch. Und dann bin ich im Abseits. Perfekt. Ich habe von Fußball Ahnung. Hat sich Mühe gegeben, aber es ist immer wieder das Gleiche. Wenn einer das nicht richtig weiß, dann kommen 5 Leute. Jeder erzählt ein bisschen was anderes. Aber genau so funktioniert Abseits. Kriegen wir noch eine Frage? Nächste Frage. Klimawandel. Spannende Sache. Klimawandel gab es doch schon immer. Ist natürlich richtig erstmal. Ja, das Klima wandelt sich, seitdem es Klima gibt bei uns. Wer ist denn dafür, dass es Klimawandel schon immer gab? Die Frage ist natürlich ein bisschen anders gemeint. Ne? Also, wer ist denn der Meinung, dass sich jetzt das Klima durch den Menschen wandelt? Sehr schön. Das ist so eine Fluktuation, wie ich auch mal sehen wollte. Eine kleine Völkerwanderung. So, das heißt, alle, die jetzt hier auf dieser Seite stehen, da werden wir gleich mal ein bisschen politisch, Sie sind der Meinung, der Mensch hat nicht besonders viel Zutun am Klimawandel. Oh ja, aber da stehen Sie ja Gott richtig auf der Seite. So, was bedeutet denn jetzt die Mitte, wenn die Herrschaften hier in der Mitte stehen? Wie kann ich das denn jetzt verstehen? Anja, frag doch da mal nach, bitte. Dich hatten wir schon. Hi. Ja, es ist immer beides. Also man kann das eine dann das andere ja nicht leugnen. Ja, sehr diplomatisch, ne? Es ist ein schwieriges Thema. Es ist natürlich ein schwieriges Thema. Dazu kommt ja noch, dass wir wahrscheinlich alle keine Experten sind. Wir sind ja auch immer mehr auf der Welt und verschmutzen immer mehr. Also sozusagen auch 1799 gab es Klimawandel von den Menschen gemacht, aber die waren ganz einfach weniger. Ja, man kann das auch immer, ich habe mal gelernt, man kann das immer schön an der Unterhose ablesen, wenn man guckt, wie 1900 die Unterhosen ausgesehen haben und wie heute die Unterhosen aussehen. Ne? Das ist ein Zehntel vom Stoff, wenn überhaupt. Das ist ja ein schöner Indikator, ist, dass es einfach immer alles viel wärmer wird. Ja, Klimawandel gab es ja schon immer,
als es noch gar keine Menschen gab, sogar als es noch gar keine Lebewesen auf der Erde waren. Klimawandel gab es immer. Da ist natürlich die Frage korrekt und richtig beantwortet, ne? Aber die Frage geht tatsächlich dahin, ob der Mensch diesen ganzen Klimawandel durch sein Tun beschleunigt. Ne? Dann müsste man die Seite tauschen. Dann müssen wir die Seite tauschen, von Nein auf Ja. Nee? Es ist ein bisschen schwierig, ne? Also wenn der Klimawandel, also so wie wir ihn vielleicht momentan erleben oder so denken, menschengemacht ist, dann müssen die eigentlich alle da dahin, in diese Richtung. Also Klimawandel gab es schon immer, aber der ist durch den Menschen gerade so ein bisschen beschleunigt. Stimmt. Es ist ein bisschen schwierig, da werden wir die Frage auch nochmal überarbeiten. Dann überarbeiten wir das fürs nächste Mal, da hast du recht. Und jetzt habe ich eine Frage, die interessiert mich tatsächlich selbst sehr brennend. Tempolimit auf den Autobahnen. Wer ist denn hier der Meinung, Tempolimit auf deutschen Autobahnen ist Freiheitsberaubung? So, also wer der Meinung ist, Tempolimit ist Freiheitsberaubung, der stellt sich doch mal bitte hier rüber. Und wer der Meinung ist, nein, Tempolimit ist eine ganz feine Sache, der stellt sich doch mal bitte auf diese Seite. So, und wer einfach nur ein bisschen rasen möchte, der stellt sich hier in die Mitte. Wer nur rast, wenn keiner zuguckt. Oder nur ganz links. Also, ja, dann frage ich gleich mal, ja. Warum ja? Naja, es kann ja nicht sein, dass eine Begrenzung... Natürlich ist Begrenzung auch wichtig, also möglich, aber letztendlich wird es ja an vielen Stellen noch ein bisschen übertrieben, denke ich. Okay. Es kommt so ein bisschen aus der Ecke, es wird gerade so vieles verboten, lasst uns doch wenigstens schnell die Autobahn fahren. Nee, also man sieht ja auch an manchen Stellen, wenn man Tempolimit macht, dass die Begrenzung auch zu Stillstand führen kann. Ja, eine 0 km/h Begrenzung wäre wahrscheinlich auf der Autobahn nicht geeignet. Aber in dem Moment, wie man das auch das Auto verbietet, wir können zum Beispiel heute, es wird immer gesagt, wir sollen Elektroautos machen. Wer stellt aber den Strom her? Wer stellt die Batterien alle her? Wer kann sich überhaupt noch ein Auto leisten? Ja. Da ist die Frage dann gar nicht mehr mit dem Tempolimit da, wenn ich mir gar nichts leisten kann. Ja, genau. Nicht jeder. Und wie will ich sozusagen von hier nach Berlin mit dem Fahrrad fahren, weil ich mir kein Auto leisten kann? Ja, wenn sich keiner mehr ein Auto leisten kann, können Sie die Autobahn nehmen. Kann man das Tempolimit gar nicht mal leisten. Und so viel Strom. Willst du meins haben? Bitte schaltet mit. Jetzt. Danke. Ja, vielleicht fragen wir einfach mal jemanden auf der Seite hier, warum nein, keine Autofahrerin? Genau, also ich bin prinzipiell gar keine Autofahrerin. Ich habe ich liebe Bahnfahren. Also ich bin da wahrscheinlich der größte Fan vom Bahnfahren. Haben wir denn hier eine Autofahrerin oder einen Autofahrer auf der Seite, die dann aber trotzdem sagen, ich muss nicht so schnell rasen und braucht das eigentlich nicht? Also ich fahre leidenschaftlich gern Auto, aber ich muss nicht rasen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich langsamer fahre, komme ich genauso gut an, weniger stressfrei. Und ja. Also finde ich auch ein gutes Argument, oder Thomas? Ja, das hat sie doch ganz prima gesagt. Ne? Einfach alles ein bisschen entspannter machen wie auf der Autobahn. So kann es gehen. Und am Ende kommen auch nur alle an. Die Frage ist halt wie. Eine neue Frage haben wir auch, bevor es hier langweilig wird. Und ich merke doch, Sie wollen sich bewegen. Gibt es in Halle noch ruhige Ecken? Also die der Meinung sind, ja, in Halle gibt es auch eine Menge ruhige Ecken. Man muss sie nur suchen und finden. Und vielleicht ist nicht mehr jedes Plätzchen so angenehm, wie es vor 30 Jahren noch war. Aber die ruhigen Ecken, die schönen Ecken, die gibt es in Halle auch immer noch. Also ganz ehrlich, mich freut das, so viele jetzt auf dieser Seite zu sehen. Nein, Sie freuen mich natürlich auch. Schön, dass Sie da sind. Aber Sie sind der Meinung, in Halle gibt es keine ruhigen Ecken mehr. Ja, dann rollen Sie mit auf diese Seite rüber.
bleiben. Ja. Sie können auch gerne, wir haben es verstanden, also, Sie gehören eigentlich auf diese Seite, aber da ist gerade ein bisschen mehr Platz. Ne? Funktioniert es wieder nicht? Hier, meins funktioniert. Genießen Sie das. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich komme nicht aus einer Großstadt und insofern ist für mich schon Halle also eine Stadt mit sehr viel Trubel. Also ich empfinde tatsächlich Halle als sehr stressig. Also und wünschte mir noch ein bisschen mehr Ruhepole für den Menschen oder ja, also. Dann fragen wir gleich mal, wo es ruhige Ecken gibt, damit man entspannen kann. Wo gibt es ruhige Ecken in Halle? Bei mir zu Hause. Ja, da haben sich doch schon zwei okay. gefunden. Okay, also, wo gibt es noch welche? In Giebichenstein. Auf der Peisnitz. Auf der Peisnitz? Immer? Nö, sicher nicht immer. Muss man schauen. Im Klarerviertel in unserer Himmelstube. Okay. In der Dölauer Heide. In der Dölauer Heide. Wo ist bei dir ein ruhiger Eck? Eine ruhige Ecke? Zu Hause? Ja. Gut, sehr schön. Haben Sie eine ruhige Ecke? Ja, die Kirche. Die Kirche. Bischdorf. Bischdorf ist auch ruhig, ja, das stimmt. So, ich selbst komme aus Kröllwitz, das ist auch sehr ruhig. Kommen Sie einfach mal nach Kröllwitz. Das ist schön, ruhig und angenehm. Ansonsten haben Sie hier auch ein paar andere Wohnungen genannt bekommen. Ich habe das jetzt als Einladung verstanden. Bringen Sie was zu essen mit. Ein Kaffee. So, die nächste Frage wird tatsächlich ein bisschen technisch. Aber ich ertappe mich selbst als großes Opfer. Ein Tag ohne Smartphone. Wer kann sich das denn heute noch vorstellen? Ich könnte es mir vorstellen, aber ich muss es ja nicht. So. Wer kann sich denn vorstellen, einen Tag ohne Smartphone zu bleiben, der darf ganz entspannt diese Seite bereisen. Und wer der Meinung ist, nee, Smartphone, ich brauche mein Smartphone rund um die Uhr, das ist ja, Smartphone ist meine Uhr, meine Termine, meine Kontakte, das ist alles im Smartphone drin. Wer nicht ohne Smartphone leben kann, der gehört auf diese Seite. Also ihr seid da wirklich alle ehrlich da drüben? Ole. Aber auch nur aus Strafe musstest du einen Tag ohne Smartphone. Das glaube ich nicht. Wirklich einen ganzen Tag ohne Smartphone? Ja, ich glaube, ich bin relativ spät schon mit Handy aufgewachsen. Ich habe mein erstes Smartphone auch erst mit 19 Jahren gehabt. Deswegen, also ich habe eigentlich meine ganze Kindheit und Jugend schon ohne Smartphone. Okay, Sie auch? Ohne Smartphone? Kein Google Maps, kein WhatsApp, kein, ich guck mal schnell bei Google, wie man es schreibt? Es wird natürlich schwer fallen, aber ich kann es mir trotzdem vorstellen. Es wäre mal ein schöner Tag. Okay, und Sie? Also ich bin da, wenn ich wandern gehe, auch noch mit einer Karte unterwegs und ohne Smartphone. Nicht schlecht. Also ich kann es nicht. Man könnte hier auch mal unseren Schiedsrichter fragen. Wie viel müsste man denn Ihnen bezahlen, damit Sie einen Tag ohne Smartphone auskämen? Weil Sie stehen auf der Seite, dass Sie Smartphone brauchen. Vielleicht stehen Sie auch nur zufällig da. Ich würde es gerne. Das hört aber. So, ein Tag ohne Smartphone, können Sie das? Nein, ich muss es 5-mal aufladen. Ah ja, da fängt es ja schon mal an. Das verrät natürlich sehr viel über Ihre Smartphone-Nutzung. Ein ehrliches Statement. So, und jetzt kommt die nächste Frage, ist eigentlich so eine Frage, die Menschen tatsächlich auch ein bisschen, naja, so, zumindest so hier vielleicht auch ein bisschen spalten könnte. Katze oder Hund? Die ganzen Hundebesitzer, die sieht man ja regelmäßig, die kommen ja raus mit ihren Tieren. Und die kennen sich alle und die grüßen sich alle wie Busfahrer. Aber die Katzenbesitzer, die bleiben zu Hause. Man weiß gar nicht, wer alles eine Katze hat. Genau, so, wer hat denn hier einen Hund? Genau, ich frage mal hier auf der Seite, ne? Sie stehen hier neben mir. Ja, ich habe einen Hund. Was für einen? Das ist ein italienischer Wasserhund und geht gerne schwimmen. Das heißt, er ist so groß und weiß oder flockig? Ja, lockig, weiß, frech. Und er heißt? Elmo. Und? Also ich habe keinen Hund, aber ich bin mit Hunden aufgewachsen und von daher, ja. So sozialisiert. Und es wäre eher ein Hund, wenn Sie sich ein Tier anschaffen würden, dann mit Sicherheit keine Katze. Ja, ich habe Katzen halt erlebt als ziemlich zwiespältig. Einerseits lassen sie sich gerne streicheln, andererseits
Ja, zerstören sie die Einrichtungen und von daher lieber Hund. Klar, die sind schön doof, ne? Dann muss genau. dann weht ihr mit dem Schwanz, wenn man Essen hinstellt. Jetzt also, habe ich hier jemand, der hat sich für die Katze entschieden. Ja, also ich habe selber einen Kater zu Hause und der verhält sich ein bisschen wie ein Hund, deswegen, das hat es ein bisschen vereinfacht. Okay, also dann so doch eher mittig. Ja, schon. Okay, dann vielleicht doch noch jemand mit Katze hier hinten. Warum eine Katze? Mit der muss ich nicht rausgehen. Okay, ist die Katze kuscheliger wie der Hund? Nein. Nein, okay. Und ich denke, wir fragen auch mal jemanden hier in der Mitte, oder? Ja. Also, ihr steht hier neben mir und ihr seid in der Mitte, also ihr habt Hunde und Katzen zu Hause? Nee, wir haben tatsächlich eine Katze zu Hause, aber wenn ich ist nicht auf meinem Mist gewachsen, aber wenn ich mich entscheiden würde, dann keines von beiden. Lieber Kinder. Also Thomas. Ja, Kinder sind irgendwann stubenrein. Ne? Ja. Muss man nicht früh raus zum Kacken oder das Klo ständig sauber machen. Die kriegen das irgendwann hin. Nee, also sehr spannend, mit Ihnen hier durch die ganzen Fragen zu gehen. Ich finde das sehr interessant. Nächste Frage ist auch ganz interessant. Nimmst du dir regelmäßig Zeit für dich selbst? Oder meint ihr, man lebt in einer Zeit, wo das eigentlich kaum noch möglich ist, Zeit für sich selbst zu haben? Wobei das auch so wichtig ist. Na, aber vielleicht gibt es die Zeit ja gar nicht, die Zeit, die man für sich selber braucht. So, also hier haben wir all jene, die das noch zu schätzen wissen, dass man Zeit für sich nehmen muss. So. Also da fragen wir einfach mal, oder? Sie haben einen Garten oder Sie fahren oft in den Urlaub. Wie finden Sie Entspannung? Ja, die beiden Sachen kann ich schon mal bejahen. Garten und Urlaub oder mal einen Tagesausflug oder ja, auch mal einen Gottesdienst besuchen oder ja, also da gibt es viele Möglichkeiten. Und wenn ich jetzt einfach hier mal weiterfrage, was machen Sie so regelmäßig? Yoga? Nee, nicht wirklich. Also wenn überhaupt irgendwas Kreatives oder ja, ich übe mich in diesem, nimmst du dir Zeit für dich selbst. Also insofern, da bin ich gerade in diesem Ding drin wahrscheinlich. Ja, genau. Das ist gar nicht so ein einfaches Thema. Anja, du stehst drüben. Ich habe mich auch zu dir rübergestellt. So, ja. Warum stehst du da drüben? Weil ich zugebe, dass ich mich sehr selten um mich selber kümmere, eher um die Leute, die ich liebe, also meine Kinder, mein Mann, meine Familie. Und darüber vergesse ich mich dann doch sehr häufig. Was mich mal tatsächlich interessieren würde, was bedeutet es denn, Zeit für sich selbst zu nehmen? Abends noch einen Film zu gucken, sich selbst was Leckeres zu kochen, mal 2 Stunden am Handy zu datteln oder sich in die Badewanne zu setzen? Was ist für Sie Zeit für sich selbst zu nehmen? Ach, das nehme ich nicht. Nehmen Sie gar nicht? Nehmen Sie Zeit für sich selbst? Ja, doch. Und was machen Sie da? Und dann schreibe ich was auf oder so. Okay. Dann fragen wir mal hier drüben. Wie nehmen Sie die Zeit für sich selbst? Als ich noch berufstätig war, habe ich mir auch immer Zeit für mich selber genommen. Entweder im Garten sitzen, Buch lesen, mit Freunden ins Café gehen, ins Kino gehen und hinterher schwatzen. Also es gibt Möglichkeiten. Aber ich habe hier eine Mami, die hat hier 2 kleine Kinder. Du stehst auf der richtigen Seite? Ja, deswegen habe ich gefragt, wie viel Zeit denn für sich? Also wenn ich die Möglichkeit habe, mache ich es. Und aktuell ist es einfach mal sitzen und irgendwas snacken. Das reicht schon. Das ist schon toll, ja. Vielen Dank. Tja, Thomas. Ja, hat jeder so seine eigene Interpretation? Ganz angenehm beantwortet. Für mich ist es zum Beispiel, wenn die Frau ins Bett gegangen ist und das Kind ins Bett gegangen ist, dann habe ich noch eine Stunde, wo ich mich nur um mich kümmern kann. Und die nutze ich auch. So ehrlich muss man sein. Ne? Was machst du da, wird gefragt, in der Stunde? Nichts. Ich mache nichts. Ich liege auf der Couch. Können einfach nur mal sitzen. Genau, mal nichts machen. Langeweile ist nichts Schlechtes. Langeweile kann sehr kreativ sein. So. Tja, auf alle Fälle gehe ich nicht ins Bett und warte, dass ich endlich einschlafe. Ich gehe tatsächlich erst ins Bett, wenn mir die Augen zufallen. Ne? Und manchmal schlafe ich auf der Couch ein, ist auch sehr angenehm. So, nächste Frage, meine ich. Badewanne oder Dusche? Auch jetzt spannend. Also hier drüben haben wir die Leute, die gerne duschen und im Grunde genommen ist das so die Seite, die sich sagt, nee, eine Badewanne, darauf kann ich nicht verzichten.
Wenn Körperhygiene für Sie nicht so von Interesse ist, dann bleiben Sie doch einfach sitzen. Ja, also, dafür ist der Bereich der Stühle dann da. Also Herr Fromme, jetzt, das interessiert mich jetzt schon. Also Sie baden immer nur. Sie haben nur eine Wanne zu Hause oder Sie lieben Badewasser und... Wir haben tatsächlich beides. Also wir können wählen. Aber ich finde Duschen, das ist nur so ein praktischer Akt, dass man da so drunter steht und sich schnell duscht und sauber wird. Und Badewanne, das ist, ja, das zelebriert man halt. Das ist, da kann man sich ausruhen, da kann man seinen Gedanken nachhängen und das ist viel schöner. Aber das verbraucht auch ganz viel Wasser. Das stimmt, deswegen passiert es nicht so häufig. Und hier haben wir noch mehr Verfechter. Du badest auch lieber und verschwendest viel Wasser? Ja, bei mir ist das Gute, ich muss das Wasser noch nicht selber bezahlen. Ja, dann komme ich doch zum Baden zu euch. Aber bei uns ist es auch so, wir haben im Prinzip auch beides. Wir haben auch eine Badewanne, in die gleich noch so eine Dusche mit eingebaut ist. Deswegen, es variiert auch manchmal, aber meistens mehr duschen, mal am Wochenende mal in die Badewanne. So. Anja, du hast so viele Verfechter. Warum duschen bei dir alle? Warum duschst du? Ich dusche gerne mit Duschbad, Haare, Po und alles. Dann auch duschen nochmal. Und sonst ist wichtig, Körperpflege. Und sonst macht immer Spaß. Sehr gut. Warum duschen Sie eher statt die Badewanne? Meine Freundin, die studiert Medizinethik und hat mir im Studium erzählt, wie man gut Leute in der Badewanne umbringt. Und deswegen habe ich gesagt, wir legen uns keine zu. Sehr gutes Argument, sehr gutes Argument. Und die junge Dame steht in der Mitte. Ich mag beides sehr gerne, deswegen konnte ich mich nicht entscheiden. Sehr gut. Also Duschen aus Angst fand ich sehr spannend. Ja, Duschen aus Angst finde ich gut. Ein Angstduscher. Vermutlich warmes Wasser. Ja, also ganz spannende Frage eigentlich, ne? Duschen oder Badewanne. Jeder, der hier noch auf der Seite gerne badet, vielleicht auch einmal zu viel, man weiß ja, dass das natürlich mehr Wasser verbraucht. Ne? Aber dafür badet man auch gerne mal eine Stunde. Und wenn einer eine Stunde duscht, dann ist das schon wieder ausgeglichen. Ne? Passt schon. Also vielen Dank für Ihre Offenheit und für Ihre Ehrlichkeit. Thema Lebensmittel. Auch eine spannende Sache. Sie kennen das alle, Sie gehen an den Kühlschrank, dann holen Sie den Joghurt raus, dann fällt er Ihnen runter, weil er einfach nicht mehr haltbar war. Jetzt ist der Joghurt vielleicht seit 2 Tagen abgelaufen. Was machen Sie damit? Sie werden das ja wohl nicht mehr essen. Der ist doch abgelaufen. Es steht doch im Grunde genommen oben dick drauf, dass man den nicht mehr essen kann. Also ich glaube, das ist ja fast ziemlich eindeutig, oder? Ja, also ich sehe auch, ich glaube, eindeutig. Wir können ja mal die sitzenden Leute fragen, die sich vielleicht nicht trauen zu entscheiden, aber da kenne ich doch nichts. Da frage ich doch einfach mal. Gerne mal die Frage, wie lange darf denn ein Joghurt abgelaufen sein? Also mich persönlich stört es jetzt nicht, wenn der abgelaufen ist. Also ich bin der Meinung, es hängt halt auch vom Lebensmittel ab und... Ich hatte jetzt auch eine Milch, die war schon 2 Monate abgelaufen, aber halt noch zu und bestens gelagert. Also da merkt man gar keinen Unterschied. Man muss es vielleicht probieren, wenn es noch geht. Ja oder nein? Ich schmeiße überhaupt keine Lebensmittel weg. Ich sehe zu, dass ich sie immer so etwa in dem Darm, aber ich sehe das nicht. 1-2 Wochen später oder so, ist mir wurscht. Okay. Sie auch? Ja, ich auch. Ja, okay. Also wirft sie keiner weg. Aber wie viel Schimmel muss man denn vom Käse kratzen, dass man ihn noch essen kann? Möglich. Stimmt, es steht nur da, dass das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist, aber es muss ja nicht ein halbes Jahr abgelaufen sein, ne? Du stehst hier so ganz knapp an der Linie. Ja, du wirfst das weg, also... Oder hast du die Frage nicht richtig verstanden? Doch, doch. Aber ich kenne das von meinem Vater sehr gut, dass der immer... alles dann noch ist, wenn es schon abgelaufen ist, da braucht man ja immer das Gegenstück in der Familie. Sehr schön, sowas wie langweilig. Ausgezeichnet, ne? Spannend ist es gerade auch hier bei uns in Halle, ist es ja mit dem Salz, was irgendwo in den Meeren oder in den Bergen seit Millionen von Jahren da rumdümpelt, ne? Und dann holt man das Salz da raus, verkauft es im Supermarkt, aber nicht ohne Haltbarkeitsdatum.
Was für ein Glück, dass wir es jetzt rausgeholt haben, ne? Sonst wäre es im Berg abgelaufen. Wäre auch doof. Nächste Frage, Thema Gesundheit. Ich weiß ja nicht, wenn Sie ein bisschen, wenn da kündigt sich eine Erkältung an, gehen Sie da gleich in die Apotheke und sagen Sie, geben Sie mir das Stärkste, was Sie haben, oder versuchen Sie es erstmal mit einem Pfefferminztee. Also schön die Hausmittel ausprobieren oder hier gleich die Pharmaziekeule. So, bleibt mal bei einer Erkältung. Also ich sehe schon, Sie machen das hier ganz diplomatisch. Sie wollen und können sich nicht entscheiden. So, wenn ich jetzt jemand mit dem Mikro zu Ihnen schicke, dann werden Sie mir jetzt erzählen, ja, es kommt drauf an. Ja, machen wir das genau, doch mal. Ich probiere das einfach mal. Ja, es kommt drauf an. Nee, also auf jeden Fall Hausmittel oder sowas kann man schon gut ausreizen, weil es hat sich halt bestätigt, dass auch solche Sachen funktionieren können, wie ein Kamilletee oder was weiß ich. Aber natürlich gibt es auch gewisse Sachen, wo man dann halt Arznei braucht. Aber Sie würden erstmal mit den Hausmittelchen anfangen. Ja. Haben Sie ein schönes Rezept für uns? Bei Kopfschmerzen? Nee, leider nicht. Ein Kater? Kater? Ja, viel trinken. Dankeschön. Oder Konterbier halt. Ja, das, darauf habe ich gewartet. Das berühmte Konterbier. Jetzt geht das Mikro, dann gebe ich dir das jetzt mal weiter an. Ja, genau. Jetzt funktioniert. Sie stehen in der Mitte. Ja, es gibt tatsächlich Hausmittel, die bewirken ganz viel, aber manchmal braucht es auch ein Antibiotikum oder so. Und da kann man das Hausmittel dann komplementär dazu nehmen und sagen, okay, das unterstützt weiterhin. Aber ganz ohne Medizin kommen wir nicht hin. Wobei man sagen muss, die meisten Medikamente sind tatsächlich auch aus solchen pflanzlichen oder homöopathischen Mitteln entstanden. Wir weichen die Frage jetzt mal noch ein bisschen auf. Vielen Dank erstmal. So, die Frage ist jetzt plötzlich, erstmal mit Homöopathie anfangen und gucken, ob es damit hilft. Dann kommen die mal alle auf die Homöopathie-Seite. Und auf dieser Seite sind die Leute, die sagen, nee, da nehme ich gleich eine Tablette. Ich will da Sicherheit haben. So, wir schließen jetzt mal den Mittelstreifen. Natürlich, Sie können sich weigern. Ich gehe mal fragen. Sie nehmen gleich eine Tablette? Nein. Nein, dann stehen Sie verkehrt, dann müssen Sie ja rüber. Die Babypille nimmt sie. Die Babypille nimmt sie, Gott sei Dank. Sie nehmen gleich eine Tablette? Ja, ich aus Erfahrung greife ich da relativ schnell zu Medikamenten. Okay. Aus nachvollziehbaren Gründen. Ja, und Sie? Auch er? Gleich Tablette? Sofort, Jamie. Sofort? Gar keine Cola bei Kopfschmerzen, Kaffee? So, wenn ich keine Kopfschmerzen habe. Das ist eine entwaffnende Ehrlichkeit, ne? Ja. So, jetzt nehmen wir mal ein etwas schwereres und ernsteres Thema. Obdachlose in Halle. Wird für Obdachlose in Halle genug getan? Muss ja niemand obdachlos sein. Gibt doch eigentlich genug Möglichkeiten. Oder müsste man mehr tun für die Obdachlosen in unserer Stadt? Ist ein bisschen jetzt auch spannend. Sie können bestimmt was dazu sagen, was Ihre Erfahrungen sind. Bei diesem doch recht ernsten Thema. Bleiben Sie sitzen, ich schicke jemanden zu Ihnen. Ich komme. Warten Sie, hier bin ich. Es wird zu wenig für Obdachlose in Halle getan? Ja. Was sollte sich ändern? Sie sollten, wie gesagt, ich bin im Bürgerrecht, ne? Gut, hier mein Schlafplatz, meine Küche, etc. Auch sonst, gut, schriftliches, arbeitsamtmäßig, wird so dann, aber. Okay, wir haben einige, die stehen, jein. Warten Sie. Ich will nur was dazu sagen. Wenn ich einen Antrag kriege vom Schriftsender, da muss ich jedes Mal rumrennen. Wenn ich rumrenne, ich habe mein Betreuern. Okay, danke. Oh, ja.
Sie sind sich nicht ganz sicher, ob genug getan wird, ja oder nein? Ich kenne mich in der Materie nicht so gut aus, also... Wie will man sich da entscheiden, ne? Ja, da bräuchte ich mehr Informationen. Okay, und bei Ihnen? Also ich würde mich da anschließen, ich kenne mich auch nicht so gut aus, aber ich sehe halt auch immer wieder Obdachlose irgendwo liegen, deswegen stehe ich in der Mitte. Okay, danke. Sehr schön. Hier kommt tatsächlich heute jeder zu. Autsch. Ich war es nicht. So, jetzt kommt eine Frage für Sie. Jetzt wird es ganz spannend. Die nächste Frage ist, singst du gerne? So, also wer gerne singt, einfach mal auf die Seite. Also ich zum Beispiel singe sehr gerne, aber niemand möchte, dass ich singe. Singst du gerne? Alle, die wissen, wie ich singe. Manchmal weiß ich nicht. Okay, singst du unter der Dusche? Nein. Nein. Singst du mit Mama? Ja. Okay. Sie singen gerne? Ja, der Grad des Könnens ist dann nochmal, wird unterschiedlich beurteilt. Also viel und schön und schräg? Müsste Mama meinen Sohn fragen, glaube ich, aber... Okay. Sie können doch mal was singen, wir haben doch ein Mikrofon hier. Also bei mir, dann möchte man immer nicht, dass ich singe. Singen Sie denn gerne? Jeden Montag zum Chor, im Rentnerchor in Hallenneustadt und haben auch viele Auftritte. Also, hier wurde gerade was vom Chor gesagt. Wer singt denn noch im Chor? Haben wir jemanden hier in der Runde, der gerne im Chor singt? Sie singen im Chor? Wo, wie und was singen Sie im Chor? Kantorei, Halle Neustadt. Wir waren gestern, war Erntedankfest in Angersdorf. Da war die Kirche voll. Ja. Das heißt also, gemeinsam singen ist schöner als alleine singen. Und dann Würfelwiese, jeden Mittwoch. Und was singen Sie da immer? Ja, Tenor geht nicht mehr so richtig. Da bin ich zum Bass delegiert worden. Zeitlang das einzige Mitglied. Wir suchen immer noch Männer. Ja. Jetzt sind noch wenigstens zwei Bässe. Da gibt es die Tiefe im Chor, im Gesang. Singt noch jemand im Chor hier in der Runde? Sehr gut. Aber im Publikum singen bestimmt viele im Chor, oder? Also wir könnten ja mal, wo so viele hier stehen und singen, wir könnten doch mal versuchen, gemeinsam etwas zu singen. Ich habe ja noch jemand, der weiß es nicht, ob er singt oder nicht. Ja, dann werden wir es doch jetzt gleich rausfinden. Also Fähigkeiten sind nicht da, wenn dann vor mich selber, ist es eher so ein Hinsum. Okay, was wollen wir singen, Thomas? Na, happy birthday to you, wir haben doch heute Geburtstag. Ach so. Na, zum Tag der Deutschen Einheit. Happy birthday, liebe Einheit. Dann los, stimm an. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, liebe Einheit, happy birthday to you. Also für mich war das eine große Überwindung in dem Moment, auch wenn Sie es da unten vielleicht gar nicht so gemerkt haben. Ich singe gerne allein im Auto, wenn es niemand hört. Heute haben Sie es gehört. Also vielen Dank. Dass Sie zumindest nicht buhen oder mit Tomaten schmeißen. Ja, danke schön, danke schön. Das Geld können Sie sich nachher vorne am Eingang abholen. Ja, und damit sind wir jetzt eigentlich auch schon am Ende angekommen, ne? Denn das Singen steht ja im weiteren Programm des heutigen Tages. Und wir dachten, dass es eine sehr, sehr schöne Übergangsfrage ist, nachher zum gemeinsamen Singen und für Sie zum Dableiben. Und ich glaube, es gibt jetzt auch noch ein bisschen Musik. Genau. Also alleine oder gemeinsam singen. Alle, die heute da sind, singen nachher mit. Und wir versuchen das auch. Herr Dehn ist wieder auf der Bühne. Und er singt nachher auch, oder? Ich bedanke mich ganz schnell erstmal bei allen, die heute an diesem Experiment mitgemacht haben. Es war mir ein Fest. Vielen Dank, Halle. Danke. Ja, okay.
emotional. Ich möchte ganz herzlich einladen. Ich fand das sehr schön, auch jetzt zum Schluss zu sehen, dass Singen so eine große Freude ist. Und das ist das, was wir auch tun wollen. Singen hat etwas Gemeinsames. Und dafür laden wir euch ganz herzlich ein. Wir hören jetzt erstmal noch richtig schöne Musik zum Zuhören. Danach gibt es nochmal einfach diese Informationen einfach nochmal für alle Leute, die hier später dazukommen. Und eine Umbaupause. Um 17.30 Uhr geht es dann weiter mit mit Einsingen. Wir wollen uns richtig schön einsingen. Und wenn das Wetter hält, wollen wir dann um 18 Uhr... Du möchtest auch mitsingen? Sehr schön. Sehr schön. Aber Singen ist etwas Schönes. Um 18 Uhr machen wir die Aktion Deutschland singt. An über 200 Orten wird auch gesungen, fast zur selben Zeit. Und dafür möchten wir euch ganz herzlich einladen. Es wird Kerzen geben zur Erinnerung an die friedliche Revolution. Und wir wollen, wenn das Wetter gut bleibt, wirklich hier 10 Lieder singen, die fast jeder kennt. Und dafür möchten wir sie einladen. Als Einstieg hören wir jetzt einfach nochmal richtig schön euch als Band. Vielen Dank, dass ihr da seid. Und ja, einfach zum Genießen und einfach nochmal die Erinnerung, alles hier nochmal essen, miteinander ins Gespräch zu kommen, ins Stadtmuseum zu gehen. Dort gibt es, wie schon gesagt, all diese vertiefenden Themen zu diesem Themenjahr oder eben auch zu den Rückkehrern, zum Thema 89, was ist da passiert. Genießt hier diesen Ort am Tag der Deutschen Einheit hier in Halle mit dieser wunderschönen Musik, die auf uns jetzt wartet. Shallow.
Vielen lieben Dank. Danke sehr. Jetzt machen wir mit was Souligem weiter. Und da verwandle ich meine Gitarre jetzt mal schnell in einen Bass. Wie machst du das? Haha, Magie. Für euch von Alicia Keys, If I Ain't Got You. Ich muss mal ganz kurz schauen, dass ich mich gut höre. Just want everything.
schön.